Willkommen in der City of London, einer Stadt in der Stadt. Die Menschen empfinden London als die großartige Metropole, die wir alle kennen. Aber in ihrem Innern ist etwas, das man die City of London nennt. Sie reicht viele, viele hundert Jahre zurück und ist, wenn man die Wahrheit sagt, das Epizentrum des globalen Finanzsystems. Sie ist jedoch mehr als das. Sie ist das Zentrum eines globalen Netzes von Geheimgesellschaften, die heute den Planeten kontrollieren. Und sie stammen aus einer Reihe von sich kreuzenden Blutlinien, die man bis in den Nahen und Mittleren Osten vor Tausenden und Tausenden von Jahren zurückverfolgen kann. Und die erschütternde Wahrheit ist, dass diese sich kreuzenden Blutlinien unter verschiedenen Namen den Planeten Erde von damals bis heute immer mehr kontrolliert haben, nie mehr als heute. In den nächsten Stunden werden Ihnen in diesem Video, falls Sie nicht bereits mein Buch Das größte Geheimnis gelesen haben, einige umwerfende und atemberaubende und, ich bin der Erste, der es sagt, bizarre Informationen vorgestellt. Die Grundlage des Videos ist ein Interview mit einer Dame namens Arizona Wilder, die seit fast der Zeit ihrer Geburt unter Mind Control aufgewachsen ist, bis sie schließlich satanische Rituale auf der höchsten Ebene des satanischen Ritualnetzwerks durchführte, an dem einige der berühmtesten Menschen des Planeten beteiligt waren. Aber darüber später mehr. Es ist bizarr. Und das ist noch nicht einmal der bizarrste Aspekt dieser Geschichte, auf den ich im weiteren Verlauf noch zu sprechen kommen werde. Aber das Bizarre ist zufällig auch wahr. Dieses Video ist als Begleitmaterial zu meinem Buch Das größte Geheimnis gedacht. Sie würden mehr aus dem Interview mit Arizona herausziehen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben. Aber was ich zu Beginn tun werde, ist ein paar grundlegende Hintergrunddetails aufzuzeigen, die es Ihnen, wenn Sie das Buch nicht gelesen haben, ermöglichen, die Geschichte und die Enthüllungen zu verfolgen, die Arizona für uns ausbreiten wird. Wie ich schon sagte, ist dies nicht nur ein Finanzbezirk der City of London, sondern das Zentrum eines globalen Netzes. Es ist die Spinne im Zentrum des Netzes, wie ich in Das größte Geheimnis und in einem früheren Buch, und die Wahrheit wird euch frei machen, ausführlich dargelegt habe. Und was die Grundlage dessen zeigt, ist, dass all diese scheinbar verschiedenen Unternehmen, Banken, Versicherungsgesellschaften und politischen Parteien, die sich tatsächlich an der Spitze ihrer Pyramide befinden, ineinandergreifen und von denselben wenigen Personen kontrolliert werden. Etwa 13 Familien leiten die Welt und Ableger dieser Blutlinien unter verschiedenen Namen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel und eine kleine Führung darüber, wo wir tatsächlich sind, denn es ist ein gutes Beispiel dafür, wovon ich spreche. Hinter mir ist die Bank of England, die in einer von Wilhelm von Oranien unterzeichneten Charta gegründet wurde, der 1689 Wilhelm III., der König von England, wurde. Und er gehörte zu diesen Blutlinien. Und von dem Moment an, als er den Thron bestieg, begann die ganze Sache in London zu einem wahren Epizentrum zu werden. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Spinne im Zentrum des Netzes wirklich hierher bewegte. Wir haben also die Bank von England hinter mir, die dank Wilhelm von Oranien und den Leuten, die ihn kontrollierten, geschaffen wurde. Denn diese Typen sind natürlich nur Marionetten. Da drüben haben wir das NatWest-Gebäude. Es ist eine der größten Clearingbanken in England. Wenn Sie einfach um diese Statue herumgehen, zu der ich gleich komme, sehen Sie hinter mir das Mansion House. Das ist das Zentrum der Regierung in der City of London, dieser Stadt in der Stadt. Und oben sehen Sie das rote Kreuz auf dem weißen Hintergrund. Die Fahne ist die Flagge Englands und dieses Symbol geht bis in die Antike zurück. Es war das antike Sonnensymbol der Phönizier im antiken Mittleren und Nahen Osten. Und die Phönizier hatten eine Reihe von Gottheiten. Eine davon hieß Barati, die weibliche. Eine hieß Barat, die männliche. Barati und Barat wurden Britannia und Briten, weil die britische Kultur von den Phöniziern um 3000 vor Christus und danach hierher gebracht wurde. Und sie hatten auch Gottheiten, die die Phönizier den heiligen Georg von Kappadokien nannten, der den Drachen tötete. Das wurde der heilige George von England,
Und das ist natürlich die Fahne des heiligen Georg, das rote Kreuz und der weiße Hintergrund heute. Auch die christliche Gottheit namens St. Michael war eine alte phönizische Gottheit lange vor dem Christentum. Das Menschenhaus, das Zentrum der Regierung, ist also ein sehr, sehr mächtiger Ort. Wenn wir hier herumgehen, haben wir die Royal and Sun Alliance Versicherungsgesellschaft. Die Banken und die Versicherungsgesellschaften greifen ineinander und als Ergebnis der fantastischen Menge an Reichtum, die sie täglich auf den Finanzmärkten bewegen können, kontrollieren diese ineinandergreifenden Organisationen das Weltfinanzsystem. Wenn eine Börse abstürzt und zusammenbricht, dann deshalb, weil sie abstürzen soll. Und nicht jeder verliert, wenn das passiert. Wenn sie wissen, dass sie abstürzen wird, verkaufen sie ihre Aktien, sie stürzen ab, sie kaufen sie zu einem niedrigen Preis zurück, dann schieben sie sie wieder nach oben und kaufen gleichzeitig andere Aktien. Es sind ein paar Cent auf den Dollar oder was auch immer. Das bedeutet, dass ein finanzieller Absturz tatsächlich zu einer erstaunlichen Ausweitung ihres Vermögens führen kann, wenn sie wissen, dass er kommt, weil sie ihn erschaffen. Da drüben haben wir das Gebäude der Lloyds Bank. Das ist eine weitere der großen Clearingbanken, die alle ineinander greifen und von denselben Leuten kontrolliert werden. Und dann haben wir dort das Royal Guardian Exchange Gebäude, eine weitere große Versicherungsgesellschaft, die, wie ich sagte, mit allen anderen verschränkt ist. Und dann kommen wir zurück zur Bank of England. Nun, dieses Finanzzentrum, zusammen mit Orten wie der Wall Street, wo die Familien der Blutslinie wieder verzahnt sind. Die gleichen Leute regieren Amerika, wie auch Großbritannien, wie Deutschland und so weiter. Sie haben viele Male beide Seiten in Kriegen finanziert. Und ironischerweise und widerwärtigerweise steht hinter mir, gegenüber der Bank von England, in der Mitte dieses Platzes, ein Denkmal für diejenigen, die in den beiden Weltkriegen gefallen sind. Lassen Sie uns das einfach mal anschauen. Was in Bezug auf die Schaffung von Kriegen geschieht, ist eine Technik der Gedankenmanipulation, die ich in meinen Büchern als Problem, Reaktion, Lösung aufgegriffen habe. Und es funktioniert so. Wenn Sie etwas einführen wollen, sagen wir eine Zentralisierung der Macht durch die Vereinten Nationen, eine militärische Zentralisierung der Macht mit der NATO, der Nordatlantikpakt-Organisation, der größten Militärorganisation der Welt, die sich ständig erweitert. Wenn Sie die Macht in immer weniger Händen zentralisieren wollen, wenn Sie das offen tun und sagen würden, das ist es, was wir tun wollen, dann gäbe es eine Reaktion dagegen. Die Leute würden sagen, hey, das ist ein faschistischer Staat, den ihr erschaffen wollt, das gibt es bei uns nicht. Aber durch diese Technik des Problem, Reaktion und Lösung kann man die Leute tatsächlich so manipulieren, dass sie von einem verlangen, das zu tun, was man sowieso tun will. Es funktioniert also so. Zuerst erschafft man das Problem, aber man bringt jemand anderen dazu, dafür verantwortlich gemacht zu werden. Dann berichten sie das Problem über die Medien in der Art und Weise, wie sie wollen, dass darüber berichtet wird. Denn die Medien gehören den gleichen Leuten, denen auch die Bank gehören und so weiter. Sie bringen die Öffentlichkeit dazu, auf ihr Problem zu reagieren, indem sie sagen, dass etwas getan werden muss, dass es so nicht weitergehen kann. Was werden sie dagegen tun? Und an diesem Punkt bieten sie, die heimlich das Problem geschaffen haben und die jemand anderem die Schuld geben, die diese Reaktion des Handelns erkannt haben, dann die Lösung für die Probleme an, die sie geschaffen haben. Wenn man also die Weltkriege nimmt, nach dem Ersten Weltkrieg, in dem die Finanzzentren London und Wall Street und so weiter alle Seiten finanzierten, war die Macht auf diesem Planeten in weniger Händen als je zuvor. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch weniger Hände an den Rädern der Macht. Und als Folge des Zweiten Weltkrieges hatten wir die Gründung der Vereinten Nationen, wir hatten die Gründung der NATO und wir hatten diese große Zentralisierung der globalen Macht. Problem, Reaktion, Lösung. Das ist ein wunderbares Beispiel. Hier haben Sie dieses Denkmal im Zentrum dieses Gebäudes der Weltmacht und es sagt, zur unsterblichen Ehre der Offiziere, Unteroffiziere und Männer Londons, die ihrem König und Empire im Großen Krieg 1914 bis 19 gedient haben, ist dieses Denkmal in stolzer und dankbarer Anerkennung durch die Stadt und Grafschaft London gewidmet. Ich bin sicher, es ist so, weil durch das Opfer, das sie gebracht haben, die Macht in der Welt in immer weniger Hände kam, nicht zuletzt in diesem Bereich, in dem ich jetzt hier spreche. Und sie haben auch ein Vermögen gemacht, weil es nicht nur Problem, Reaktion, Lösung schafft, wenn man beiden Seiten Geld leiht. Sie müssen einem dann dieses Geld plus Zinsen zurückzahlen.
Wenn beide Seiten die Länder der jeweils anderen Seite verwüstet haben, leihen sie sich mehr Geld von ihnen, damit sie ihre zerschlagenen Länder wieder aufbauen können. Daher ist Macht gleichbedeutend mit der Kontrolle über das Geld in der Welt, so wie sie heute ist. Und die Kontrolle über das Geld kommt durch Schulden. Und Kriege schaffen massive Mengen an Schulden, also massive Mengen an Kontrolle. Hier steht, ihr Name lebt für immer weiter. Totaler Schwachsinn. Menschen, die manipuliert werden, um Kriege zu führen, sind nur Spielfiguren in einem Spiel, das sie nicht verstehen. Ganz unten hier geht es um die Erinnerung an diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg 39 bis 45 gefallen sind. Wie ironisch und wie krank, dass dieser Krieg manipuliert und zu einem großen Teil von diesem Gebäude hier, der Bank of England, finanziert wurde. Der Gouverneur der Bank of England war damals ein Typ namens Montagu Norman, ein sehr, sehr enger Freund von Hitlers Bankier. Und es waren die Bank of England, die Wall Street und die transnationalen Konzerne, die deutsche Tochtergesellschaften hatten, nicht zuletzt die Rockefeller Standard Oil in Amerika. Rockefeller ist neben den Rothschilds und anderen eine weitere dieser blutsverwandten Familien. Es waren diese Firmen und Banken, die Hitler finanzierten und ihm erlaubten, eine Kriegsmaschine zu bauen, die buchstäblich Millionen von Menschenleben kostete. Und bevor wir weitermachen und diese Geschichte auf der anderen Seite dieses Platzes ausweiten, möchte ich Ihnen noch eine andere, sehr passende Statue zeigen. Es ist die des Herzogs von Wellington. Der Herzog von Wellington kämpfte die Schlacht von Waterloo gegen Napoleon. Und dies ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Finanzmärkte bis heute manipuliert werden. Was passierte, war, dass das Haus Rothschild Wellington und auch Napoleon finanzierte, weil die Kommunikation nicht so war wie heute, sorgten sie damals natürlich dafür, dass sie den Ausgang des Krieges oder der Schlacht von Waterloo vor allen anderen in dieser Gegend von London kannten. Für Wellington, dem Herzog, eine weitere blutige Marionette, fehlen leider die Fäden an dieser Statue, daher ist es nicht korrekt. Also, sie erkannten, dass Wellington die Schlacht von Waterloo gewonnen hatte. Was sie jedoch taten, war, das Gerücht in dieser Gegend zu verbreiten, dass Napoleon die Schlacht von Waterloo gewonnen hatte. In der Folge gab es eine Panik, die Aktien fielen. Es gab einen Absturz. Was taten die Rothschilds im Geheimen? Sie kauften so viele Aktien auf, wie sie konnten, zu diesen abgestürzten Preisen. Und dann kam die wahre Geschichte. Wellington hatte die Schlacht von Waterloo gewonnen. In der Folge war die Panik vorbei, all diese Aktien stiegen im Preis und die Rothschilds waren nicht nur fantastisch viel reicher, sie besaßen auch unermesslich viel mehr von der Wirtschaft dieses Landes und in einem viel größeren Gebiet Europas. Also die Manipulation der Finanzmärkte, das ist nur ein Beispiel aus dem letzten Jahrhundert, dauert also bis heute an. Und sie manipuliert ihr Leben, was sie mit ihrem Geld kaufen können und ob sie überhaupt Geld haben. Und ich möchte an dieser Stelle schließen, indem ich mich nochmal auf das Manson-Haus konzentriere. Arizona Wilder, um die es in diesem Video geht, führte satanische Rituale auf höchstem Niveau durch. Und darauf werden wir im Detail eingehen. Das werden Sie im Interview sehen. Aber das ist sehr stark Teil dieser Blutlinien, die den Planeten in den letzten paar tausend Jahren zunehmend kontrolliert haben. Wenn Sie ihnen vom alten, nahen und mittleren Osten bis nach Europa folgen, wo sie zur europäischen Aristokratie in den aristokratischen Familien Europas oder der königlichen Familie wurden, wenn man die Wahrheit sagt, weil es einfach die gleichen Blutlinien unter verschiedenen Namen sind, über Amerika und in die moderne Welt, dann folgt immer wieder eins: Menschenopfer, satanisches rituelles Bluttrinken und all diese Dinge. Und ich habe mit einer Reihe von Leuten gesprochen, die diese Rituale in der Stadt London gesehen haben, die einige von ihnen unterzogen wurden. Und das Mansion House, das Zentrum der Regierung in der City of London, ist einer der wichtigsten Orte, an dem es hier vor sich geht, wenn die Arbeit hier für den Tag beendet ist. Und satanische Rituale sind sehr stark Teil des nächsten Themas, das ich an einem anderen Ort ansprechen möchte. Und das ist Gedankenkontrolle, Mind Control.
Einige wenige können nur dann Milliarden und die Richtung ihres Lebens kontrollieren, wenn sie die Art und Weise, wie wir denken und fühlen, manipulieren. Nur dadurch können sie uns kontrollieren, weil es nicht genug gibt, um es physisch zu tun. Und so ist Bewusstseinskontrolle die Grundlage dafür, wie es getan wird. Und wir werden darüber im Zentrum der globalen Bewusstseinskontrolle sprechen, im Zentrum des Netzwerks, das es erzeugt. Und das ist das Tavistock-Institut, nicht weit von hier, wieder einmal in London. Nun, wir sind jetzt nur eine kurze Autofahrt von der Londoner Innenstadt entfernt, neben diesem sehr passenden Poster Very Bad Things. Und ich bin auf dem Weg zum Tavistock-Institut. Es ist das Zentrum der globalen Bewusstseinskontrolle und das Netzwerk, das die Forschung betreibt und die Daten erstellt und die Techniken zur Bewusstseinskontrolle der Menschen in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Wenn Sie über Gedankenkontrolle nachdenken, denken Sie vielleicht an den Manchurian-Kandidaten und einen Roboter mit einer Waffe. Töten, töten, töten. Aber Mind Control ist viel größer als das. Wenn Sie die Definition von Gedankenkontrolle so verstehen, dass sie die Art und Weise, wie Menschen denken und sich deshalb verhalten, manipuliert, dann ist die Frage nicht, wie viele Menschen auf der Welt unter Mind-Control stehen, sondern wie wenige nicht. Denn jedes Mal, wenn Sie eine Anzeige lesen, die so geneigt ist, dass Sie die Welt, eine Person oder ein Ereignis auf eine bestimmte Art und Weise sehen und Sie diese Neigung akzeptieren und als Wahrheit annehmen, dann wurden Sie mind-controlled. Jedes Mal. Wenn Sie eine Werbung sehen und Sie dazu bringt, etwas zu kaufen, das Sie nicht wirklich brauchen, wurden Sie mind-controlled. All diese verschiedenen Techniken werden also ständig eingesetzt, um uns dazu zu bringen, so zu denken und uns so zu verhalten, wie es diese wenigen, diese Clique, diese Elite wollen. Problem, Reaktion, Lösung, die uns dazu bringt, auf Ereignisse zu reagieren und Lösungen zu verlangen. Die Lösungen, die die Elite von uns verlangt. Das ist auch Gedankenkontrolle. Mind Control ist also ein riesiges, riesiges Thema. Und wie Sie wissen, sehen Sie in den Straßen der Städte und Gemeinden der Welt diese Leute mit den Klemmbrettern, die Ihnen Fragen stellen, was man Meinungsumfrage nennt. Nun, man will, dass wir annehmen, dass diese Meinungsumfragen dazu dienen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Leute wollen, damit wir den Leuten geben können, was sie wollen. Nein, 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 nein. Überwältigend ist, dass diese Meinungsumfragen dazu dienen, herauszufinden, ob die Programmierung, die Manipulation der öffentlichen Meinung, des kollektiven Bewusstseins tatsächlich funktioniert. Sie werden also Ihre Meinung zu verschiedenen Themen erfragen und wenn 80% sagen, ja, wir denken auf diese bestimmte Art und Weise über dieses Thema, okay, die Arbeit des Programms ist brillant. Wenn nur 40% so denken, dann fragen die Manipulatoren, was wir noch tun müssen, um mehr Leute dazu zu bringen, so zu denken, wie wir wollen, dass sie denken sollen. Es geht also um Gedankenkontrolle und emotionale Manipulation. So funktioniert es. Und wir sind hier gerade an einem Ort angelangt, eine militärische Einrichtung, das Hauptquartier der Honorable Artillery Company. Was ist das Militär? Was ist die Ausbildung für das Militär, grundlegende Mind Control zu akzeptieren? Was passiert, wenn man die Ausbildung, vor allem in den Eliteorganisationen wie dem SAS und dem Fallschirmregiment in diesem Land oder den Delta Forces in den Vereinigten Staaten absolviert? Es geht darum, die Menschen dazu zu bringen, ihre Denkprozesse an diejenigen in den Schirmmützen abzugeben, die mehr Sterne oder mehr Streifen auf dem Arm haben. Und sie wollen, dass die Menschen im Militär ihren Verstand so abgeben, dass, wenn jemand in einer Schirmmütze sagt, erschießt diese Gruppe von Menschen, dass sie dann, ohne zu sagen, naja, warum oder was haben die mir getan oder was auch immer, dass sie dann überall, yes, sir, die yes, sir Mentalität, Mind Control. Und wenn diese Leute mit der Opposition, den Gegnern, dem Feind etwas trinken würden, dann würden sie wahrscheinlich gut zurechtkommen. Aber so weit kommen sie nicht. Denn wenn die Schirmmütze sagt, schieß, dann schießen sie. Sie sind mind-controlled. Und darum geht es beim Militär. Es gibt also individuelle als auch massenhafte Mind-Control. Und wenn ich jetzt nur um die Ecke von hier gehe, bringe ich sie zum Hauptquartier der globalen Gedankenmanipulation. Mind-Control ist schon seit sehr, sehr langer Zeit bekannt. Und um viele der Dinge zu verstehen, über die Arizona im Interview sprechen wird, muss man nur eine der grundlegenden Techniken des Mind Controls erklären.
Sie heißt traumabasierte Bewusstseinskontrolle. Es gibt einen Mechanismus im Geist, der die Erinnerung an ein Trauma ausschließt. Wissen Sie, wenn Sie einen Autounfall haben und sich nicht daran erinnern können, was vor dem Trauma des eigentlichen Unfalls und unmittelbar danach geschah, das liegt daran, dass der Geist eine amnesische Barriere um ein Trauma herum errichtet. Und das ist sehr, sehr gut, denn offensichtlich wollen wir schwere Traumata wie Unfälle und Schrecken dieser Art nicht immer wieder durchleben und uns an sie erinnern. Aber das begannen sie in den Konzentrationslagern in Deutschland unter dem als Josef Mengele bekannten Todesengel, dem berüchtigten Gedankenmanipulator und Genetiker, massiv zu verstehen. Sie begannen zu verstehen, dass wenn man Menschen systematisch traumatisieren konnte, besonders vor dem Alter von 5 und 6 Jahren an, man ihren Verstand in eine Bienenwabe aus in sich geschlossenen Fächern amnesischer Barrieren verwandeln konnte, die sich der Existenz der anderen nicht bewusst waren. Und wenn sie durch hypnotische Schlüssel, Auslöser, Worte, Zeichen, also durch Trigger, welche Art auch immer, eine dieser amnesischen Barrieren nach vorne ziehen könnten, um die Bewusstseinsebene zu werden, die etwas erleben oder programmiert werden könnte, etwas roboterhaft zu tun, dann könnte dieses Abteil im Verstand zurückgeschoben und ein anderes nach vorne gezogen werden. Nun hat dieses neue Abteil keine Ahnung, dass das andere Abteil existiert, geschweige denn, was es erlebt hat oder worauf es programmiert wurde. Dies ist als multiple Persönlichkeitsstörung oder dissoziative Identitätsstörung bekannt geworden, was viel zutreffender ist. Und mit Sicherheit werden diese Menschen als Multiples bezeichnet, und dies sind einige der Begriffe, die Arizona in dem Interview verwenden wird. Nun sind wir hier an einem Punkt angelangt, wir drehen uns mal rum. Wir sind jetzt am Hauptsitz des globalen Gedankenkontrollnetzwerks. Dies ist das Tavistock Institute in der Tabernacle Street Nummer 30. Es war und ist dieses Netzwerk, das das Programm zur Gedankenkontrolle auf der ganzen Welt koordiniert, sowohl auf Massen- als auch auf individueller Ebene. Der Hintergrund dieser Organisation ist folgender. Es war früher ein Teil der britischen Abteilung für psychologische Kriegsführung, passenderweise. Und es wurde von einem Typen namens Dr. John Rawlings Rees entwickelt. Und andere Teile des Netzwerkes wurden auf der ganzen Welt gegründet. Stanford in Amerika ist einer davon. Und zusammen koordinieren sie die massenhafte Gedankenmanipulation der menschlichen Rasse und die bewusstseinsgesteuerten Menschen auf individueller Ebene. Nur um Ihnen eine Idee zu geben, diese Mind-Control-Leute sind in der überwältigenden Mehrheit diejenigen, die die Attentate ausführen. Warum ist immer ein einzelner Verrückter für die Attentate verantwortlich? So sagen die Leute immer, oh, es war nur ein Verrückter, keine Verschwörung, keine weitere Untersuchung notwendig. Warum taucht überall auf der Welt immer wieder dasselbe psychologische Profil auf, das mit Waffen auf der Straße durchdreht, Menschen tötet und das Problem Reaktions- und Lösungssituationen schafft, in denen die Gesetzgebung durchkommt und als Folge dieser Schrecken eingesetzt wird? Interessanterweise wurde Martin Bryant, der Mann, der in Port Arthur, Tasmanien, mit einer Waffe durchdrehte, zufällig von einem Typen namens Dr. Eric Cunningham Dax behandelt. Nun war Cunningham Dax der Vertreter des Tavistock-Instituts in Australien und jahrzehntelang ein enger Mitarbeiter von Dr. John Rawlings Rees, der die ganze Sache ins Rollen brachte. Wenn also jemand mit einer Waffe verrückt wird oder diese schrecklichen Dinge passieren, müssen wir die Frage stellen, tun sie es aus ihrem eigenen Geist heraus oder sind sie aufgrund der Wirkung dessen, was sie tun, darauf programmiert? Nun, Arizona Wilder wurde von Geburt an in diesen Programmen mit Mind Control erzogen und ihr Programmierer war Josef Mengele, der Todesengel. Und als er schließlich in den späten 80er Jahren starb, weil das Subjekt des Programmierens mit dem Programm so sehr verbunden ist, dass es fast den Programmierer verehrt, beginnt die Programmierung oft zusammenzubrechen, wenn der Programmierer stirbt. Das passierte auch mit dieser Dame und deshalb packt sie jetzt aus und spricht in umwerfenden Details über das, was sie erlebt hat und über die Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Es mag den Leuten schwerfallen zu glauben, dass Josef Mengele nach dem Krieg in den Vereinigten Staaten und Südamerika war, aber es gab eine amerikanische Geheimdienstoperation mit dem Namen Project Paperclip,
die Leute wie Mengele und andere führende Nazis nach Kriegsende aus Deutschland herausholte, um ihre Mind-Control-Experimente fortzusetzen und ihre genetische Forschung und Manipulation in Amerika nach dem Krieg auch im Vereinigten Königreich fortzusetzen. Das ist also ein wichtiger Hintergrund für dieses Interview mit Arizona Wilder. Aber es ist nicht mal das größte Geheimnis. Das größte Geheimnis ist noch bizarrer als das. Nun, ich bin jetzt etwas außerhalb der offiziellen Grenzen der City of London, in ein Gebiet, das als Temple Bar bekannt ist, wo die Royal Courts of Justice angesiedelt sind und das Zentrum der britischen Anwaltschaft ist. Nicht nur der britische Anwaltsberuf, sondern der Anwaltsberuf der Welt, wie das größte Geheimnis entlarvt. Hier kommen Sie in die Bar, wie es heißt, um Barrister zu werden, die Spitze des Anwaltsberufs und schließlich die Richter zu werden, die Teil des Netzwerks der Geheimgesellschaft sind und denen in überwältigender Mehrheit gesagt wird, was sie tun sollen. Und wenn sie Richter haben, denen vom Netzwerk der Geheimgesellschaft gesagt wird, was sie zu tun haben, welche Gerechtigkeit gibt es dann? Temple Bar ist nach den Tempelrittern benannt, einer dieser Geheimgesellschaften in der Antike, über die ich in meinen Büchern schreibe. Und sie waren Teil dieses Netzwerks und ihre Nachfolger setzen diese Manipulation und diese Agenda bis heute fort. Jetzt stehe ich hier den königlichen Gerichtshöfen gegenüber, hier vor dem sogenannten äußeren Tempel. Dies ist einer der wichtigsten Geheimbünde, die die Rechtsberufe und die Arbeitsweise der sogenannten Justiz in Großbritannien und, wie ich schon sagte, auch darüber hinaus, manipulieren und kontrollieren. Aber der überwiegende Grund, warum ich hierher gekommen bin, ist, auf etwas in der Mitte der Straße hier, an der Grenze zwischen Temple Bar und der Stadt London, hinzuweisen. Und es ist eine riesige Reptilienfigur, eine Drachenfigur in der Mitte der Straße. Jetzt kommen wir zu dem, was hier das größte Geheimnis ist. Denn wenn man in London herumgeht und sich in der Tat immer wieder die Wappen der aristokratischen Familien und so weiter ansieht, sieht man immer wieder diese Reptilien und immer wieder Drachen. Und man liest konstant aufs Neue von den Schlangen- und Drachenrassen, die in den antiken Texten die Götter der antiken Welt beschreiben. Und dafür gibt es einen Grund. Es gibt einen Grund, warum Drachen überall auftauchen. Das ist das größte Geheimnis, das auch Arizona Wilder erfahren hat. Gleich zu Beginn unseres kleinen Rundgangs durch London kann man auf diesem Platz vor der Bank of England auch wieder dasselbe Thema sehen, das immer wieder von fliegenden Drachen oder fliegenden Schlangen dargestellt wird. Wir haben eine große Schlangenfigur gesehen, die Schlangenstatue an dem Eingang der Stadt London in der Nähe der Gerichtshöfe. Und hier bin ich nun an der Themse an einem anderen Eingang zur City of London, diesem Epizentrum der globalen Kontrolle. Und was gibt es hier, um zu signalisieren, dass Sie die Stadt London betreten? Noch ein weiterer fliegender Drache. Dieser hält einen Schild mit dem roten Kreuz und dem weißen Hintergrund, dieses alte Symbol, von dem ich gesprochen habe, mit der Fahne oben auf dem Mansion-Haus und der Fahne Englands, der Fahne des heiligen Georg. Was ist also los? Warum sehen Sie, wenn Sie sich die alten Berichte der antiken Götter ansehen, immer wieder dieses wiederkehrende Thema der Schlangenratte? Die Schlangengötter, die fliegenden Schlangen. Warum habe ich bei meinen Nachforschungen zum größten Geheimnis einer Vielzahl von Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen auf der ganzen Welt kennengelernt, die mir das Gleiche erzählt haben? Dass sie zu ihrer Verwunderung und ihrem Erstaunen gesehen haben, wie Schlüsselpersonen in Machtpositionen ihre menschliche körperliche Form vor ihren Augen verloren und zu einer reptiloiden Figur wurden. Wenn man sich die alten Götter des Indus-Tals ansieht, sprechen sie über die Nagas, die Götter, die, wart's ab, die die Fähigkeiten hatten, sich als Menschen oder Reptilien zu manifestieren. Das ist absolut entscheidend, um Teile des Arizona-Interviews zu verstehen, denn sie hat genau dies erlebt. Und der Hintergrund dessen, was geschieht, ist ganz einfach. Diese dreidimensionale Welt, in der wir zu leben scheinen, ist nur eine Frequenz, eine Dimension der Existenz. Wir haben einen Frequenzbereich, den wir wahrnehmen können. Wir nennen es die physischen Sinne. Aber außerhalb dieses Bereichs oder anderer Frequenzen sind andere Dimensionen der Existenz und des Lebens, die sich denselben Raum teilen, in dem wir uns befinden.
In dem Raum, den mein Körper jetzt einnimmt, sind zum Beispiel alle Radio- und Fernsehfrequenzen, die nach London senden. Ich kann sie nicht sehen. Sie können einander nicht sehen. Sie sind sich nicht bewusst, weil sie auf unterschiedlichen Frequenzen liegen. Erst wenn die Frequenzen sehr nahe beieinander liegen, haben wir das, was wir Interferenzen im Fernsehen oder im Radio nennen. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Wir leben bewusst in dieser dreidimensionalen Welt. Das ist also unsere Realität. Das ist, was wir wahrnehmen. Aber es gibt noch andere Dimensionen. Und diejenige, die dieser näher kommt, ist die vierte Dimension. Und so erschütternd es auch erscheinen mag, und Sie sollten wirklich das größte Geheimnis lesen, um die immensen Beweise dafür zu sehen, eine reptiloide Rasse aus dieser vierten Dimension ist die Quelle oder einer der wichtigsten Quellen für die Manipulation dieser Welt. Zurück in der Antike, wieder endlos dokumentiert in so vielen Teilen der Welt, in anderen antiken Texten und Legenden und Berichten, gibt es Geschichten darüber, wie sich diese außerirdische Rasse mit der Menschheit gekreuzt und hybride Blutlinien geschaffen hat. Und wenn man die genealogische Forschung betreibt, stellt man fest, dass es diese menschlichen reptiloiden Hybrid-Blutlinien sind, die im Laufe der Geschichte der letzten paar tausend Jahre tatsächlich die wichtigsten Machtpositionen besetzt haben und heute in den Schlüsselpositionen der Macht stehen und das Bankensystem, das Geschäftssystem, die Politik, das Militär und so weiter leiten. Und Arizona Wilder hatte keine Ahnung von all diesen anderen Informationen, die mir bei der Erforschung des größten Geheimnisses zugetragen wurden. Als ich sie traf, erzählte sie mir davon, wie sie bei verschiedenen satanischen Ritualen, an denen die berühmtesten Menschen der Welt beteiligt waren, immer wieder gesehen hatte, wie sie sich in Reptilienfiguren verwandelten und dann während des Rituals wieder zurückkamen. Ich erhielt einen Anruf von der Leiterin einer Organisation in Amerika, die sich gegen rituellen Missbrauch einsetzt, und sie erzählte mir noch einmal aus ihrer Erfahrung, wie viele ihrer Klienten, die einem satanischen Ritual unterzogen worden waren, die gleiche Geschichte darüber berichteten, wie sich die Teilnehmer während des Rituals, wie der Begriff sagt, von Menschen zu Reptiloiden und wieder zurück verwandelt hatte. Und einer der Schlüsselbereiche waren die Schlüsselfamilien, die Arizona Wilder in ihren Berichten identifiziert hat. Eine nicht allzu weit von hier, und sie ist in der Tat sehr berühmt. Und diese Familie und diese Blutlinie leben hier, zumindest teilweise. Der Buckingham Palace ist einer der vielen Paläste und Wohnorte der britischen Königsfamilie, das Haus Windsor. Sie gelten als Bastionen des britischen Establishments, aber in Wirklichkeit ist die Windsor-Blutlinie gar nicht britisch, sie ist deutsch. Es ist wirklich das Haus Sachsen-Coburg-Gotha. Und auf der Seite von Prinz Philipp, dem Ehemann der Königin von England, ist er ein Mountbatten, was in Wirklichkeit Battenberg heißt. Wieder eine andere deutsche Linie. 1917 änderten sie den Namen von Battenberg in Mountbatten, vom House of Sachsen-Coburg-Gotha in Windsor, weil zu dieser Zeit, wie Sie sich vielleicht erinnern, die deutsche Nation und die britische Nation in den Schützengräben Nordfrankreichs einander die Hölle heiß machten. Und es war gute PR aus der Sicht der britischen Kriegsfamilien, einfach ihren Namen zu ändern, um englischer zu klingen. Und das ist nur die Farce und die Fassade, hinter der sich so viel abspielt. Wie auch immer, die meisten Menschen, wenn nicht fast jeder auf dem Planeten, würde die Tatsache, dass das Haus Windsor eine dieser reptiloiden Mensch-Hybrid-Linien ist, die zwischen menschlicher und reptiloider Gestalt hin und her wechseln, für völlig verheerend lächerlich und unglaublich halten. Das verstehe ich. Aber die Wahrheit, die echte Wahrheit, ist oft unglaublich. Und Arizona Wilder wird in dem Interview, das jetzt kommt, über ihre Erfahrungen berichten, die sie dabei gemacht hat. Ich denke, das ist alles, was man wissen muss und schätzen muss, um die Art von Informationen zu verstehen, die Arizona Wilder uns jetzt offenbaren wird. Mit einer Ausnahme. In den frühen 2000er Jahren gibt es in dieser ganzen Agenda eine Krisenzeit für die Menschheit. Dies ist die Zeit, in der dieses Netzwerk von sich kreuzenden Blutlinien seine globale faschistische Struktur einer Weltregierung etablieren will, in der die Nationalstaaten Verwaltungseinheiten einer Weltzentralbank mit einer Weltwährung wären.
Eine Währung, die kein Bargeld wäre, sondern lediglich elektronisch, was fundamentale Auswirkungen auf die menschliche Freiheit hätte. Und auch die Weltarmee, die aus der Expansion der NATO konzipiert ist, so wie sie jetzt natürlich zur vollwertigen Weltarmee, Weltpolizei werden soll. Und zur Untermauerung dieses kleinen Schicksals ist eine Mikrochip-Population vorgesehen, in der wir mit unseren finanziellen Daten, unseren medizinischen Daten und so weiter auf Mikrochip ausgestattet sind. Und das würde nicht nur ermöglichen, dass die Menschen ständig wissen, wo wir uns befinden, sondern auch, dass unsere mentalen und emotionalen Prozesse durch diese elektronischen Mittel von außen manipuliert werden können. Das wird geschehen, wenn die Menschheit nicht schnell aufwacht. Und um das zu tun, müssen wir verstehen, was wirklich vor sich geht. Und um die Menschen das wissen zu lassen, müssen wir aufhören, um den heißen Brei herumzureden, aufhören, Schläge auszuteilen, aufhören, herumzureden, den Menschen Informationen vorzuenthalten. Ach du meine Güte, wie werden sie reagieren? Nein, sondern einfach sagen, das ist los. Nimm es oder lass es. Mach draus, was du willst, aber das ist, was los ist. Und einige dieser Informationen, die du jetzt hören wirst, sind ziemlich schrecklich. Aber wenn wir nichts darüber wissen, was können wir tun, um es zu stoppen und es zu ändern? Ich habe mit Arizona Wilder in Los Angeles gesprochen und das ist es, was sie zu sagen hatte. Können Sie uns berichten, was sich von Anfang an in Ihrem Leben zutrug? Back in 1989, I was starting to have flashes of things. Was ich erzählen kann, ist, bevor ich begann, mein Leben zu reflektieren, das war 1989, hatte ich Erinnerungsblitze. Und mein Leben war nicht mehr das, was es zu sein schien, weil ich es analysierte. Was ich herausfand, war, dass ich jede Menge fehlende Zeit hatte in Bezug auf das, was in meinem Leben passiert war. So suchte ich einen Therapeuten auf, da dies das Einzige war, was ich kannte, was hierbei helfen konnte. Innerhalb eines Jahres, ich sprach über Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch durch meinen Vater, was Teil dessen war, was später geschehen sollte, begann ich über meine Mind-Control-Probleme zu sprechen. Und ich sprach von meinem rituellen Missbrauch. Und ich hatte noch immer nicht alles zusammengebracht. Es brauchte fast 10 Jahre, um das alles zusammenzufügen. Während dieses Prozesses verlor ich alles in meinem Leben, was mir lieb war. And in the process, I have lost everything in that I ever had in my life and anything I held dear in my life. I was bred for this role that I fulfill, and it was planned from before my birth. Ich wurde für diese Aufgabe gezüchtet. Es wurde bereits vor meiner Geburt alles geplant. Das lag an der Blutlinie mütterlicherseits, welche zurückgeht auf alte irische Blutlinien, aber seinen Anfang in Frankreich nahm, durch Marquis de Stock, welcher nach Irland auswanderte und seinen Namen in Stack änderte. Ich war geplant. Die Geburt war geplant und meine Eltern wurden gezwungen, hierher zu ziehen, da hier der Hohe Rat seinen Sitz hatte. Von 13 Räten sind 6 in diesem Land und auch der Hohe Rat ist hier. Wir reden von den USA. Ja, so wurde ich seit meiner Geburt, seit ich ein Baby war, zu Zwecken der Mind Control missbraucht und traumatisiert. Sie brauchen jemand, der alles macht, was sie ihm sagen, wie eine Puppe, wo sie jede Bewegung kontrollieren. You don't remember
I didn't remember a lot of Und ich erinnerte mich lange Zeit nicht, da viele Teile meines Gedächtnisses, die Gefühle, Programme und Informationen tragen, abgespalten wurden. Ich habe sehr hart gearbeitet, das alles aufzudecken. Es war ein langer, langsamer Prozess für mich, da niemand von den psychiatrischen und psychologischen Therapeuten wirklich zu wissen scheint, was abgeht. Ich glaube, sehr viele von ihnen haben Angst, verklagt zu werden, wenn sie was dagegen unternehmen. So können sie nicht vorangehen und etwas empfehlen. And so they cannot lead or suggest, and it's been a process of me having to trigger myself to remember. Ich musste mich selber triggern, um mich zu erinnern, und in der Gesellschaft von Leuten sein, die mir damit weiterhelfen konnten, auch um nicht angreifbar zu sein durch die False Memory Syndrome Foundation. Was geschah weiter? Sie sagten, wie Sie als Kind missbraucht wurden, um Ihren Verstand zu fragmentieren. Was geschah, als Sie älter wurden? Nun, sie beginnen zuerst, dich zu einem gehorsamen Sklaven zu machen durch sensorischen Entzug und sensorische Überlastung, und sie wechseln zwischen beiden. Eine Tortur durch und durch. Sie nehmen kleine Kinder und bearbeiten sie mit Elektroschocks. In meinem Fall bekam ich Elektroschocks ins Gehirn und Schlafentzug für viele Stunden und auch nachts. Noch bevor ich 5 war, sagten sie mir, wenn ich vor Angst inkontinent sei, müsse ich es trinken. Und essen. Und so geschah es. Und dann wurde ich programmiert durch einen der berüchtigsten Programmierer, den die Geschichte kennt. Er war zweifellos in den USA und als Dr. Green bekannt. Tatsächlich war es Dr. Joseph Mengele aus den deutschen Konzentrationslagern. Er hielt sich öfters auf der China Lake Marinebasis auf, in der südkalifornischen Wüste. In the desert area, and I would be around this man a lot, and he used to tell me that the ich war längere Zeit in seiner Nähe, und er erzählte mir gewöhnlich, dass die Narben, welche er auf seiner linken Wange hatte, vom Fechten stammt. Er focht ja. Tatsächlich entstanden sie durch seine eigene Programmierungstechnik, wo er ein Kind mit einem Schwert in eine Kiste tat. Das Kind sollte die Kiste verteidigen, auch wenn es sein Leben kosten würde. Dann wurde einem anderen Kind befohlen, in diese Kiste einzubrechen, was dieses auch tat. Daraufhin streckte das andere Kind mit dem Schwert das einbrechende Kind nieder. Dabei geriet er in den Hieb des Kindes, wodurch er vom Schwert verletzt wurde. He would wear a huge emerald ring on his left hand on this middle finger. And er trug auch einen großen smaragdgrünen Ring am Mittelfinger seiner linken Hand. Und zum Programmieren drehte er diesen Ring. Und er benutzte verschiedenfarbige bunte Bänder. Je nachdem, welches Band man wählt oder er gab, passierte dann etwas Bestimmtes. And you had to choose a certain ribbon.
or you were given a certain ribbon, and that meant that this certain thing was going to happen to you. And it was like picking sticks out or drawing sticks out of a hand, you know, out of someone's hand. Er ließ Kinder russisches Roulette spielen, wobei vorher bestimmt war, welches Kind sterben sollte. Das diente dazu, uns einzuschüchtern, uns in permanenter Angst zu halten. Viele andere Kinder teilten das gleiche Schicksal mit mir. Wenn ich heute Überlebende treffe, erkenne ich sie sofort. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie ihre Haarfarbe oder ihren Namen geändert haben. Und sie erkennen mich. Wir kennen die gegenseitigen Namen. Das ist kein Zufall. It's just beyond coincidence. And when you get older, I mean, they start taking this programmer in particular, Mengele. Und als ich älter wurde, nahm ich Mengele zu den Ritualen speziell in Bezug auf diese Programmierung im ganzen Land mit, auch nach England und Frankreich. And in Britain and in France, and die Geheimdienste wussten, dass er da war. Sie brachten ihn ja hierher. Sie sprechen vom Projekt Paperclip. Ja, durch den OSS. Meine sogenannte Familie haben alle Dissociative Identity Disorder, haben alle gespaltene Persönlichkeiten. They are very well programmed, and they have not sought help. They have not gone in, tried to figure out what's happened. They believe they. Sie wurden alle hervorragend programmiert und suchen keine Hilfe. Sie gehen nicht in sich und reflektieren nicht, was geschah. Sie glauben, das sei ihr Leben, und was mich betrifft, so denken sie, dass ich verrückt sei. Sie haben ganz andere Erinnerungen. Mir wurden von meinen Eltern bestimmte Dinge gesagt, was man meinen Geschwistern verschwieg. Hier muss ich hinzufügen, dass meine Mutter meine Mutter ist. Aber ich bin biologisch nicht mit meinem Vater verwandt. Das hängt mit den Blutlinien zusammen. Er galt als unrein. Es geht hier um die Reinheit der Blutlinie. Aber wegen des Blutes bin ich involviert. Es gibt auch Menschen, die involviert sind ohne Zugehörigkeit zu einer Blutlinie, weil sie die Fähigkeit haben, leicht zu dissoziieren. Und sie werden dann immer als Sklaven benutzt. Sie sagen, sie entstammen einer bestimmten Blutlinie. Warum ist die Bruderschaft, die Illuminati, so davon besessen? Nun, das hängt mit den Ariern und der Reinheit des Blutes zusammen. Dieses Blut, auch Menstruationsblut, beinhaltet etwas sehr Wichtiges für die Fortpflanzung jener Rasse, die den Planeten kontrolliert. Things on this planet, and there these people that are in the organization that run that the Council of 13 is under. Dieses sind Leute, die in der Organisation sind, zu der auch der Rat der 13 gehört, auch der große Druidenrat oder das Oktagon. Sie nennen sich die Illuminati. Diese wird geleitet durch die 13 Blutlinien, zu denen alle königlichen Familien in Europa und England gehören. Sie brauchen das Blut, weil sie in Wirklichkeit nicht menschlich sind. Sie nehmen menschliche Form an, aber sind Reptiloide.
Sie brauchen das Blut. Es hilft ihnen, ihre reptiloide Form und den Verstand zu halten. Des Weiteren hilft es ihnen, in dieser Welt zu leben, da sie nicht von dieser Welt sind. Bezieht sich das auf das, was die Nazis Vrill-Kraft und die Hindus Schlangenkraft aus dem Blut genannt haben? Ja, im Blut ist etwas. Es enthält Sekrete der Hirnanhangdrüse und der Zirbeldrüse. Es beinhaltet eine sehr starke Droge und bewahrt sie davor, verrückt zu werden. Es gleicht Heroin oder Endorphinen, aber viel stärker. Dass diese Stoffe auch ausgeschüttet werden, müssen die Opfer, bevor man sie tötet und ihr Blut trinkt, gefoltert werden. Wenn eine junge Frau beginnt zu menstruieren, muss sie gefoltert werden, denn sonst ist im Blut nicht der notwendige Anteil enthalten. Andere Leute haben mir davon berichtet, dass im Moment der größten Qualen, wie bei einer Opferung, dass das Blut mit Adrenalin angereichert wird. Ist es das, was sie wollen? Yes, that and this other element comes and secretes out through the blood. This all comes out through the blood at that time, and it's. Ja, sowohl das als auch dieser andere Stoff gelangt dann in die Blutbahn. Zu diesem Zeitpunkt starren sie dem Opfer in die Augen. Diese Reptiloiden verfallen in einen hypnotischen Blick. Damit halten sie gleichzeitig die Opfer in einer Trance der Angst. Und dann töten sie das Opfer, während sie ihm in die Augen starren. Dabei können sie ihre menschliche Form nicht mehr aufrechterhalten. Die menschliche Form. Sie fallen zurück in ihre Reptilienform, weil eine animalische Erregung während des Tötens sie ergreift. Oft reißen sie das Opfer förmlich auf und weiden es aus und verschlingen auch das Fleisch. Und das Fett des Darmes wird von ihnen sehr geschätzt, da sie es für ihre Haut brauchen. Und sie trinken das Blut. Es wird auch sehr geschätzt. Es gibt eine Rangordnung bei diesen Kreaturen, wer was wann bekommt. In den frühen 80er Jahren nahmen die ritualistischen Opferungen stark zu, hauptsächlich an druidischen Feiertagen, aber auch an anderen Tagen wie satanischen Feiertagen und so weiter, weil es für sie sehr wichtig ist. But they have other days too. They've mixed all of these satanic and what are called satanic holidays and druidic holidays, and in order to have these rituals, which ritual seems to be important to them. Aber sie nutzen diese Tage auch, um Blut zu trinken, und sie scheinen immer mehr davon zu benötigen. Wissen Sie, warum es seit den 80ern so zunahm? So there are changes going on in the earth. It seems they're not able to hold their shape. Auf der Erde verändert sich etwas. Es scheint, dass sie nicht mehr so einfach ihre Form halten können wie früher, und immer mehr Menschen sehen, wie sie ihre Form verändern, wie sie shapeshiften. So brauchen sie das Blut, um ihre menschliche Form aufrechtzuerhalten. I believe there's a time coming that what I
Ich glaube, eine Zeit wird kommen, so wurde mir auch berichtet, wo sie es nicht mehr für nötig halten, ihre Form halten zu können, wie sie es zuvor getan hatten. Und sie wollen, dass diese Zeit eintritt. Es ist fast soweit. Sie sprechen darüber, dass sich der Schleier über diese Reptiloide lüften wird, sodass die Menschen sie viel leichter und öfter werden erkennen können. Steht das irgendwie in Bezug zu der Tatsache, dass sie diese rigiden Strukturen sehr bald, so um das Jahr 2000, installieren möchten, wie das Mikrochippen etc. im Rahmen der neuen Weltordnung? Braucht es diese Kontrolle der Menschheit deswegen, weil die Menschen erkennen, was gespielt wird? Ja, das hängt damit zusammen. In den 90ern berichtete ich bereits über die neue Weltordnung und ich war psychisch und physisch sehr betroffen, so sehr durch das, was herauskam. Ich schaute kein Fernsehen. Mir war nicht bewusst, dass bestimmte Leute im Land wie George Bush über die neue Weltordnung sprachen. Ich sprach darüber, weil das aus mir herauskam. Because that is what was coming out, and knowing that the first time that inside of myself that I'd heard it was in conjunction with the Nazis, and that came from Mengele. And I started realizing that. Ich hörte es zuerst selbst in Verbindung mit den Nazis und durch Mengele, und ich begriff, dass da was vor sich ging, und es erschreckte mich. Ich schaute es mir jahrelang nicht wirklich an. Man belästigte mich ständig. Zu dieser Zeit wurde mir von jemandem gesagt, einem ehemaligen Geheimdienstler der Armee und Ex-CIA-Agent, dass ich durch die National Security Agency beobachtet wurde. I didn't have the whole story then, so I did not totally understand why this was happening. Da ich das Puzzle noch nicht zusammen hatte, verstand ich nicht, warum das geschah. Dennoch wurde ich verfolgt durch G12 und G14 Autos oder Lieferwagen, und letztes Jahr, welches für mich sehr hart war, wurde ich von G41 Vans verfolgt. Ich versuchte herauszufinden, was diese waren. Die waren vom Marinegeheimdienst. Die ganze Sache geht in Richtung des Jahres 2000, wenn sie damit beginnen, öffentlich für die neue Weltordnung einzutreten. Darauf läuft alles hinaus und dafür wird alles vorbereitet. Ich habe ein schlafendes Programm erhalten, um zu dieser Zeit zurückzukehren, da ich sie ja verlassen habe. Das ist das sogenannte Endzeitprogramm oder die Janus-Programmierung. Janus bezieht sich auf Nimrod von Babylon? Ja, es gibt eine Gruppe, welche mit mir die ganze Zeit in Verbindung stand. Aber sie gaben es auf, weil ich ihnen nicht gehorchte. Sie waren die ganze Zeit mit mir in Kontakt. Sie nennt sich Janus. Das ist auch der römische zweiköpfige Gott des Wandels. Ihr Hauptquartier ist in Brüssel in Belgien, im NATO-Gebäude. Sie sind eine Gruppe von Psychiatern und Ärzten im Mind-Control-Bereich. Es ist eine von vielen Gruppen, die mit der Illuminati verbunden ist. And they would contact me and tell me, give me directions that I was. Sie würden mich kontaktieren und mir Anweisungen geben, jemanden psychisch zu töten, zu verletzen oder zu erschrecken. Sie würden mir auch den Ort nennen, und ich begann das zu hinterfragen. And I started questioning this, and I had a contact who since. Ich hatte damals zu jemandem Kontakt, bis sie anscheinend aus finanziellen Gründen verschwunden ist. Ich rief sie an und befragte sie über diese Gruppe. Sie war diese Ex-CIA und Ex-Armee-Geheimdienstperson, und sie wusste über diese Leute Bescheid und antwortete: Ja, du hast recht.
Das geschieht zurzeit. Nach Ihrer Erfahrung, denn Sie wurden ja in der Umgebung der Illuminati groß, hat man Ihnen jemals gesagt, woher diese Reptiloiden kommen? Und was ist deren Geschichte? Ich wurde erzogen durch die Mütter der Dunkelheit. Das ist ein bestimmter Aspekt dieser Organisation. Und ich wurde bereits sehr früh über die Historie der Illuminati auf diesem Planeten unterrichtet. Ich lernte, dass die Arier ursprünglich vom Mars stammten. Dorthin kamen auch die Reptiloiden, um diesen Planeten zu beherrschen. Sie sagten, sie wollten sich mit dieser Rasse vermischen, aber sie wurden die Herrscher. Und die arischen Marsianer suchten dem zu entkommen. Sie gingen zum Mond. Dort wurden sie angegriffen, also gingen sie auf die Erde und etablierten die Hochkulturen vor ungefähr 6000 Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt ging es ihnen gut. Sie vermischten sich mit der indigenen Bevölkerung der Erde, mit denen sie auskamen. Aber vor 4000 Jahren kamen die Reptiloiden auf der Erde an und begannen wieder mit der Übernahme. Sie installierten verschiedene Basen im Untergrund an unterschiedlichen Orten der Erde. Und die Herrschsucht in ihnen nahm Überhand und sie infiltrierten Politik und Religion. Sie begannen damals durch diese Mittel die Kontrolle zu übernehmen. Sie nutzten die Götter, an die man hier glaubte, und wurden zu ihnen. Sie infiltrierten das alles. Dann kamen die Blutrituale. Und seit dieser Zeit läuft es bis heute so. Gegenwärtig behaupten sie, von der merowingischen Blutlinie abzustammen. In Europa stammen diejenigen Individuen, die als königlich eingestuft werden, von 13 Blutlinien ab, das arische Blut ist auch enthalten. Dann gab es im 19. Jahrhundert einen großen Schub, zum Beispiel als die Nazis an die Macht kamen. Die Faschisten sprachen über die Reinheit des Blutes und dass arisches Blut reingehalten werden sollte. Is keeping the blue-eyed, blonde or light red-haired people, the bloodlines. Tatsächlich geht es darum, die blonden oder leicht rothaarigen Blauäugigen diese Blutlinien reinzuhalten. Was in deren Blut ist, ist für die Reptiloiden mehr kraftvoll. Sie brauchen das. Wenn es vermischt wird mit indigenem Blut, ist es nicht so kraftvoll. Es hat nichts mit der Hautfarbe oder Nationalität zu tun. Es hat damit zu tun, diese Blutlinien für ihre Zwecke reinzuhalten. Die Blonden und Blauäugigen sind also aus Sicht der Reptiloiden die reinsten und sie möchten das Blut reinhalten, weil sie es nutzen möchten. Myself, when I realized
that it had to do with blonde hair and blue eyes. I could not do anything about my eyes and I am not able to wear contacts. Ja, als mir klar wurde, dass es mit blauen Augen und blonden Haaren zu tun hat, ich konnte nichts gegen meine Augenfarbe tun und ich vertrage keine Kontaktlinsen, um eine braune Augenfarbe zu bekommen. Aber ich schnitt mir meine Haare ab, denn die Länge gehörte zu dem Rang, in dem ich war. Sie reichten bis zu den Knien und färbte sie dunkler. And so the hair would be light red, but that is being in compliance with them. Aber es gab Phasen, nachdem ich sie abschnitt, in denen sie die Haare leicht rötlich wollten, damit das in Übereinstimmung mit ihnen steht, aber ich wollte für sie nicht regelkonform sein. Ich will sie bloßstellen. Ich möchte nicht so sein, wie sie mich haben wollen. Wenn Sie antike Überlieferungen betrachten, wie die sumerischen Texte und viele andere, werden Sie feststellen, dass die Götter sich mit Menschen gekreuzt haben. Ist dies für die Reptiloiden eine relevante Art, die Menschheit zu infiltrieren? Yes, it is, because human beings all through the ages have accepted God's interbreeding. Ja, durch die Zeitalter haben die Menschen es akzeptiert, mit Göttern gekreuzt zu werden oder sie als Menschen zu akzeptieren. Das sieht man im Christen- und Judentum. Auch die ägyptischen Religionen wurden von ihnen viel benutzt. And also with the Arthurian legends of the Round Table, and he has a name, the name that he carries from that is Pindar, which actually means phallus of the dragon. And the other name Osiris. Und der gegenwärtige Kopf der Illuminati vergleicht sich mit dem ägyptischen Gott Osiris, beziehungsweise mit Horus, dem wiedergeborenen Osiris. Ebenso bezieht er sich auf die Artus-Legende mit dem runden Tisch. Und der Name, den er daher trägt, lautet Pindar und bedeutet Phallus des Drachen. Den anderen Namen, Osiris, trug er in Verbindung mit dem Marquis de Libo. Das bedeutet Befreier von dem Wasser. Osiris wurde ja in 14 Stücke geschnitten und in den Nil geworfen, aber Isis fand die Stücke und fügte sie wieder zusammen. Aber das 15. Stück, den Phallus, konnte sie nicht finden. Daher wurde ein goldener Phallus hergestellt. Das ist für diese Gruppe der Illuminati sehr wichtig, auch wenn man über den Kopf der Illuminati nachdenkt, denn was aus einem goldenen Phallus kommt, würde ein höher stehender Samen für eine Rasse sein. Das tun sie mit all diesen Blutlinien, um diese am Laufen zu halten. Sie befruchten Menschen mit starkem arischen Blut. Sie befruchten es, imprägnieren es mit Pindarsamen. Daher ist es wichtig, diese Geschichte und seine derzeitigen Namen im Hinterkopf zu behalten. What they are doing with all of these bloodlines to keep the bloodlines going are impregnating Aryan people of Aryan blood that hold high stations with them, impregnating them with this seed of Pindar. And therefore it's important to keep this history in mind and the names in mind that he is going by at this time. Würde es also zutreffen zu behaupten, dass die Reptiloiden zu diesem Planeten kamen, weil die Arier vom Mars zur Erde kamen? Und wenn diese woanders hingegangen wären, wären ihnen die Reptiloiden dann dahin gefolgt? Sie wären ihnen durch das ganze Universum gefolgt. Können wir jetzt tiefer in Ihre eigenen Erfahrungen eingehen? Wozu wurden Sie aufgezogen und was sollten Sie tun? Und wenn Sie vor Ihrer Geburt zu einer Blutlinie gezählt wurden, welche Rolle sollten Sie spielen? The role that I was brought through to play was as in the Illuminati was as a goddess, specifically the address. Die Rolle, die mir von der Illuminati zugedacht war die einer Gottheit, speziell die einer Muttergottheit. Sternenfeuer, Starfire. Das Sternenfeuer hängt mit dem Menstruationsblut zusammen. Es ist im Menstruationsblut. Ich wurde als Muttergottheit angesprochen. Es gibt und es kann nur drei Muttergöttinnen zu jeder Zeit auf dem Planeten geben. Dazu gibt es drei männliche Äquivalente.
there can only be three at a time in on this planet, and there is a male equivalent of which there can be only three of them. Warum muss man wie Sie mind-controlled sein, um diese Rituale auszuführen? Warum führen die Reptiloiden ihre Rituale nicht selber aus? They don't seem to have the psychic abilities. Sie haben dazu nicht die psychischen Fähigkeiten. Sie suchen jene, die das haben, Menschen innerhalb der Blutlinien, die diese Kräfte besitzen. Ich habe diese psychischen Fähigkeiten in außerordentlichem Maß. Daher wurde ich bereits vor der Geburt dafür ausgesucht. Das haben mir andere Überlebende, welche hohe Positionen innehatten, bestätigt. Worin besteht die Verbindung zwischen Ihnen mit Ihren psychischen Fähigkeiten, die man von Beginn an erkennt, und der Durchführung der bedeutenden Rituale? Nun, da gibt es zweierlei. Zunächst brauchen sie die psychischen Fähigkeiten zur Kontrolle der Ereignisse. Ich konnte ihnen voraussagen, was passieren wird. Und sie brauchen die Information, sodass sie das Resultat überprüfen können, ob es auch gut für sie ist. Zum Zweiten braucht man während des Rituals starke psychische Fähigkeiten, um die Alten anzurufen, jene Wesen, die auch Reptiloid sind und in anderen Dimensionen zu Hause sind. Sie materialisieren sich aus anderen Dimensionen und sind während des Rituals gegenwärtig. Sie sind so mächtig und so bösartig. Sie möchten aus ihrer Dimension ausbrechen. They materialize from out of another dimension and are present at rituals, and they are so powerful, and their presence is there's an such an evilness about them, and they want out of this other dimension, and they can't they have to be called out by someone who has that power. Sie können nur gerufen werden durch jemanden, der sehr mächtig ist. Die Reptiloiden haben nicht diese Macht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sie haben nicht die Macht, die Alten, mit denen sie zu tun haben, zu rufen. Was haben die Menschen, was die Reptiloiden nicht haben? Können sie sich nicht interdimensional verbinden, wozu manche Menschen fähig sind? Wir haben die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Wir sind fähig, schwingungsmäßig aufzusteigen, zu verschiedenen Ebenen zu reisen. Tatsächlich benutzen dies auch die Geheimdienste. Sie nennen es Remote Viewing. Menschen haben die Möglichkeit, in die Zukunft, in die Vergangenheit und an andere Orte zu reisen, ihren physischen Körper mit ihrem Astralkörper zu verlassen. Wir hatten immer diese Fähigkeit. Die Fähigkeit, mit dem dritten Auge zu sehen. Sie haben diese Fähigkeit nicht. And they are what Christianity would have called the demons. They are called out, and there is a circle that is, it has a hexagon. Während dieses Rituals werden die Alten gerufen, welche das Christentum unter dem Begriff Dämonen kennt. Wenn sie gerufen werden, benutzt man ein Hexagon in einem Kreis, ein sehr okkultes Symbol, und ein Pentagramm. In der Mitte davon befindet sich ein Dreieck. Und wenn du sie rufst, musst du im Dreieck stehen, wenn du nicht willst, dass diese Kreaturen dich verschlingen oder mitnehmen. Wirkt dies ein Energiefeld, in das sie nicht eintreten können? Richtig, sie können es nicht durchdringen. Und sie können nicht aus dem Pentagramm raus, obwohl sie raus wollen. Sie verlangen immer danach, herausgelassen zu werden. Und so muss man sehr mächtig sein, um sie im Zaum zu halten oder um sie zurückzuschicken, wenn es an der Zeit ist. Warum wollen die Reptiloiden diese sogenannten Dämonen bei den Ritualen materialisieren?
It brings power to the rituals. It brings power to them. They are told things. Es gibt dem Ritual Kraft, den Reptiloiden Kraft. Sie werden von den Dämonen unterwiesen und ermutigt, fortzufahren mit dem, was sie tun. Sie teilen ihr Wissen mit ihnen. Aber es bedarf einer Person mit der Macht, sie zum Reden zu bringen, denn sie wollen nicht kooperieren. Aber sie müssen kooperieren, wenn die richtige Person die Kontrolle über sie hat. Und das hat mit der Energie und den Fähigkeiten der Person zu tun. Richtig, ja. Sie sagten, dass die arische Rasse vom Mars kommt. Das erinnert ganz klar an die Phönizier, welche zwei Gottheiten verehrten: St. George, der ein englischer Heiliger wurde, da er den Drachen vernichtete, sehr symbolisch, und St. Michael, welcher nach der Legende Satan in den Abyss verbannte. Hat dieser Symbolismus damit zu tun, dass diese reptiloiden Dämonen aus anderen Dimensionen in eine Art Raumzeitgefängnis eingeschlossen wurden, wo sie nicht heraus können? Sie können nur raus, wenn man sie in der beschriebenen Art rauslässt. Ja, sie wollen aus dieser Dimension raus. Sie wurden in diese Dimension hineingeworfen und können sie nicht verlassen. Das bedeutet Abyss, in einer anderen Dimension zu sein. Es hat etwas mit der vierten Dimension zu tun. Noch bevor ich beispielsweise realisierte, was ich den Therapeuten und anderen Überlebenden erzählen werde, sagte ich ihnen, dass man sich von der vierten Dimension fernhalten sollte. Schon damals, als ich die ganze Thematik noch nicht verstand. Not at that time, understanding the whole thing. Warum werden diese Rituale zu bestimmten Zeiten im Jahr abgehalten? Warum korrespondiert das so oft mit den Mondphasen? Because the moon has an influence on this planet. And also the sun, these take place during different things that go on with the sun. But the moon is, it's kind of a really very cyclical thing with the moon. Der Mond hat, wie die Sonne, einen Einfluss auf diesen Planeten. Einige Rituale hängen auch mit der Sonne zusammen. Besonders der Mond ist sehr zyklisch. Es findet statt bei Vollmond und Neumond, und es hängt damit zusammen, welche Religion sie jeweils benutzen. Sie verwenden druidische Rituale, aber auch ägyptische. Sie halten an beiden Religionen fest. Sie nennen sich derzeit Druiden. Und das Druidentum ist eng mit den Mondphasen abgestimmt. Das hat auch mit dem Einpflanzen und dem Einsehen und Ernten zu tun. Es gibt sehr viele Tage, welche sie für ihre Rituale und ihre eigenen Zwecke benutzen können. Es gibt eine große Ritualisierung beim Druidentum und sie lieben Ritualisierungen. To their own purpose and their own end, that they bring it about. There's a lot of ritualization with druidism, and they love ritualization. Können Sie uns durch eins dieser Rituale führen, die Sie auf der höchsten Ebene dieser globalen Bruderschaft geleitet haben? Wie läuft das ab? There were people that were bred from birth. They were bred to be ritual sacrifices. I have a problem with what they is said a lot today, especially by the False Memory Syndrome Foundation, that how could all of these people. Es werden speziell Menschen gezüchtet, um Ritualopfer zu sein. Ich habe ein Problem damit, was derzeit oft von der False Memory Syndrome Foundation behauptet wird. Sie fragen, wie all diese Leute verschwinden können. Oder woher all diese Babys kommen können. Ich arbeitete mit einer Geburtshelferin. Wir begleiteten Heimentbindungen. Und es ist sehr einfach, eine Geburt nicht zu melden. Und dann gibt es diese Kinder, die sie entführen und aus anderen Ländern hereinschmuggeln.
Niemand vermisst sie, denn sie stammen aus Ländern der dritten Welt. Kinder haben die stärkste und reinste Energie und sind daher die höchste Form einer Opferung. Sie foltern diese Kinder schrecklich. Sie bekommen eine Mind Control. Und dann schleppen sie sie zu den Ritualen, voller Drogen oder alternativ in einem veränderten Bewusstseinszustand wegen der Mind Control. Und dann werden sie während der Rituale als Blutopfer benutzt. Wie gesagt, die Reptiloiden brauchen ihr Blut und sie nehmen unterschiedliche Organe aus dem Opfer, je nachdem, was für ein Ritual es ist, auch abhängig von dem Datum. Sie schlitzen auch den Hals auf, vom linken bis zum rechten Ohr, und das Blut wird in Kelchen aufgefangen und unter den Reptiloiden und auch unter den anderen Leuten, die teilgenommen haben, verteilt. Auch wenn diese Teilnehmer von sich getrennt zu sein scheinen, sind sie sich meistens aber darüber bewusst, was sie tun. Sind solche Rituale selten? Ich meine, wie viele gibt es pro Jahr? Hunderte oder Tausende? Solche Sachen geschehen jeden Monat des Jahres. Keiner der 12 Monate vergeht ohne Rituale. Üblicherweise mehr als eines. Ich meine, beispielsweise ja auch an jedem Vollmond. Und die wichtigsten sind zur Sommer- und Wintersonnenwende, zum Äquinoxien, den Tag- und Nachtgleichen, und zu Samhain und Beltane, Imbolc im Februar und Lugnasad Anfang August. Jeweils eine ganze Woche vor Beltane und Samhain, das nennt sich Grand Climax. Also am 1. Mai ist Beltane. Am 1. Mai ist Beltane. Halloween wurde ja besonders in Amerika zu so einer Mini-Weihnacht, fast schon wie Ferien, mit Feierlichkeiten, mit ihrem Süßes oder Saures und all diesem Zeug. Aber was geschieht tatsächlich hinter den Kulissen an Halloween, der Nacht vor dem 1. November? Away from the public arena, there's a ritual that's taking place in 6 different locations in this country for all of the councils of 13 in the area that I'm in. Verborgenheit wird das Ritual von den Räten der 13 an 6 verschiedenen Orten innerhalb der USA zelebriert. Hier in der Region, in der ich wohne, ist es die Eastside Christian Church in der Temple Street in Long Beach. Das satanische Ritual wird in diesem Land für den Hohen Rat der 13 an 3 Tagen in Folge ausgeführt. Die erste Nacht ist Halloween. Was geschieht in dieser Nacht? Satan wird verehrt. Sie huldigen dem Teufel. Ich glaube, sie haben aus dem Christentum gemacht, was es ist, und genau so schufen sie auch Satan. So kontrollieren sie beides. A person who plays the part of this high council. In dieser Nacht fließt eine Menge Blut. Es werden Opfer für Satan dargebracht. Da gibt es jemanden, der die Rolle Satans für den Hohen Rat spielt. Er ist kein Mitglied des Hohen Rates. Er ist ein Teleevangelist auf TBN. Er war vor vielen Jahren zeitweise Leadsänger vom Iron Butterfly und hatte lange blonde Haare.
lead singer on Iron Butterfly many years ago, and he has long blonde hair. Was ist sein Name? At this point, I don't recall his name. Ich erinnere gerade seinen Namen nicht mehr. Ich erinnere mich aber an sein Gesicht. Ich sah ihn kürzlich auf TBN. Er hat eine dissoziative Identitätsstörung und er spielt diese Rolle, den großen Betrüger Satan, in jener Nacht in dieser Kirche. That is what happens on Halloween. And I mean, what else I must say, which is going on with Halloween in this country, it's just becoming so popular. It is also to desensitize people to the whole thing, and even this backlash Christian movement. Halloween wird auch sehr populär in diesem Land, weil man die Menschen dafür desensibilisieren will. Und sogar diese christliche Bewegung übernimmt es für ihr Erntefest und erkennt nicht, dass es mit druidischer Religion zu tun hat. Sie feiern das Erntefest. Dies ist es, worum es beim Erntefest geht. Gibt es viele sogenannte christliche Rituale, Festivitäten oder Zeremonien, deren Ursprung den meisten Christen nicht bewusst ist, also dass sie satanische Rituale repräsentieren? Yes, they are. One, for example, Christmas has to do with. Ja, zum Beispiel Weihnachten. Das kommt direkt nach der Wintersonnenwende, einem satanischen bzw. druidischen Fest. Es hat zu tun mit dem Töten des alten Königs und der Geburt des neuen Königs, was einen druidischen Tag darstellt. Vom 24. oder dem 25. um Mitternacht gibt es eine Zeremonie speziell für Kinder, genannt The Last Bulb on the Tree, das letzte Licht am Baum. Wo hat dieser Ritus seinen Ursprung? Dazu werden Kinder benutzt. Es ist Teil der Programmierung. Es ist übliche Praxis für Weihnachten, den Baum zu schmücken, und es gibt etwas, das mit dem Kind passiert, welches die letzte Glocke an Heiligabend am Baum aufhängt. Der Baum ist auch an sich ein Phallus-Symbol. Es ist ein heidnischer Kult, der zurückgeht auf das Imperium Romanum. Das Christentum basiert auf heidnischen Feiertagen. Die Christen denken, sie hätten den Tagen christliche Bedeutungen gegeben, aber so ist es nicht. Dieser Brauch, das letzte Licht am Baum, hängt damit zusammen, was mit diesem kleinen Mädchen John Bennett wirklich geschah. John Benet Ramsey. Ja. John Bennett Ramsey. Es geschah in jener Nacht, da dieser Tag mit dem Ritual zusammenhängt. Bei diesen Ritualen in dieser Nacht werden diese kleinen Kinder geopfert. Von daher gehört dieser Fall absolut hier rein. Ich hörte, dass John Bennetts Name für das Ritual bedeutungsvoll war. Wissen Sie mehr darüber? John Bay is a name for Satan, and that name is just. John Bay ist eine satanische Gottheit oder steht für Satan selbst. Es hängt eng mit dem Namen zusammen, so eng, dass ich nicht verstehe, warum das nicht aufgeflogen ist. Ich weiß nur, dass darüber nicht gesprochen wurde. Aber das war der Grund, warum sie ermordet wurde. Was mich betrifft, denke ich, ihre Familie ist darin involviert. Um darin eingebunden zu sein, muss man einen Preis bezahlen. Sie war der Preis.
Das kleine Mädchen verlor ihr Leben. Können Sie ein paar Namen von bekannten Persönlichkeiten nennen, die nach Ihrer Erfahrung an den Ritualen teilnahmen, welche Sie leiteten? Sie sagten, Sie führten diese Rituale in Europa und in den USA durch. Können wir mit den USA beginnen? Madeleine Albright, I have seen Henry Kissinger, I have seen Ronald Reagan, and I have also, by the way, seen his wife, Nancy Reagan. I have seen Hillary Clinton before I knew she was Hillary Clinton at the time at these rituals. She is involved. Ja, bei den Ritualen sah ich George Bush Senior, Madeleine Albright, Henry Kissinger, Ronald Reagan, seine Frau Nancy Reagan. Ich sah bei diesen Ritualen Hillary Clinton, da wusste ich noch nicht, wer sie war. Sie hat damit zu tun. Die anderen, die ich aufgezählt habe, haben ihre Form in die reptiloide Form verändert. Aber ich habe nicht gesehen, dass Hillary Clinton ihre Form verändert hat. Aber sie ist involviert. Ich habe zwei Söhne von George Bush, als sie noch jung waren, gesehen. Sie waren bei diesen Ritualen auch präsent. Und diese beiden wurden Gouverneure. Ja, einer in Florida und einer in Texas. Ich habe Jay Rockefeller gesehen. Er ist Shapeshifter. Ich habe George Doigmayen gesehen und abermals Ronald Reagan, als er noch Gouverneur in Kalifornien war. Newt Gingrich, als er noch unbekannt war. Und ich war schockiert, als ich sah, dass er bei Clinton Sprecher des Repräsentantenhauses wurde. Es hatte mich entsetzt, dies festzustellen. Came into power, and after he was, Newt Gingrich was then elected Speaker of the House, and I was horrified to realize that this man was also there. All of this has affected me to the point I don't vote. All das hat mich dazu gebracht, nicht mehr wählen zu gehen. All diese Leute scheinen mit der Illuminati verbunden zu sein. Ich fühle, nicht Teil von ihnen zu sein, noch will ich mit ihnen irgendetwas zu tun haben. Präsidenten wie Carter, Ford und Clinton. Ford habe ich gesehen. Gerald Ford, ja. Gehören Sie alle zu den reptiloiden Blutlinien? Jimmy Carter habe ich nie die Form verändern sehen. Aber Sie haben ihn bei Ritualen gesehen. Ja, Gerald Ford ist Shapeshifter. Auch Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Dr. Joseph Mengele, who took me around to these rituals a lot of the time. Ebenso Dr. Joseph Mengele. Er nahm mich oft zu diesen Ritualen mit. Und er war ein Gestaltwandler. There were also people that there are people in the European countries that I've seen shapeshift and be involved, and this it doesn't surprise me any more than. Und in den europäischen Staaten sah ich auch etliche involvierte Shapeshifter. Aber es hat mich nicht mehr überrascht, denn die Leute in diesem Land zu sehen war schockierender und heftiger. Dort habe ich Queen Elizabeth gesehen, Prinzessin Margaret, Prinz Charles.
alle shapeshiften. Und jenen französischen Präsidenten, welcher Nachfolger von de Gaulle war. Ich habe die Rothschilds dort gesehen, recht oft, denn einige leben in England. The Rothschilds there. I used to see the Rothschild that lived in England there, but the one that still goes there and is a shapeshifter, Guy de Rothschild, Baron Guy de Rothschild, has been to all of these rituals and has been over in this country under the name of Dr. Barrington and tried to program me and has impregnated me several times with eggs that were taken from me years ago and were impregnated with semen from Pindar and then placed back into my uterus. This has happened. Einer, der regelmäßig und immer noch kommt, ist Baron Guy de Rothschild. Er war bei allen Ritualen anwesend und in diesem Land hat er das Pseudonym Dr. Barrington. Er versuchte, mich zu programmieren. Und er hat durch In-vitro-Fertilisation Eizellen, die einige Jahre früher von mir entnommen wurden, mit Samen von Pindar mehrmals befruchtet. Das wurde dann in meinen Uterus zurückverpflanzt. Dies geschah zweimal. Erstmalig, als ich 39 war, und dieses Jahr, kurz bevor ich 43 wurde. Und ich berichtete davon meinem Therapeuten, noch bevor ich wissen konnte, dass so etwas mit mir geschah. Das geschah an einem bestimmten Ort, wo ich gewohnt hatte, im San Fernando Valley, in der Tyronstraße in Sherman Oaks. Später erfuhr ich, dass dort andere Überlebende ähnliche Erlebnisse hatten und dort programmiert wurden. Baron Guy de Rothschild versuchte, mich zu programmieren. Die ganzen Jahre über hat er versucht, mich zu kontrollieren, mich wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und Marquis de Libeau ist derjenige, welcher diese Funktionen auch begleitet. Da er äußerst mächtig ist, überwacht er diese Sachen. And the Marquis de Libero is someone else that attends all of these functions and is, since he is the one in power, he attends all these functions. I have seen Tony Blair there. And he shapeshifts. I have seen Prince Philip there. They all have their quirks as to how they act, even in their reptilian form. Ich sah auch Tony Blair dort, auch er ist ein Formwandler. Ich sah Prinz Philip dort. Sie haben alle ihre Eigenarten, wie sie sich in ihrer reptiloiden Form verhalten. Sie verhalten sich nicht wie Roboter, aber haben alle ihre Eigenarten. Sie haben alle ihre sogenannten Persönlichkeiten, aber sie sind alle Kaltblüter. Sie können töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Since I've seen a picture of some people on that are talking about this subject, I've seen them. Ich habe ein Bild von jemandem gesehen, der über diese Themen spricht und ihn wiedererkannt. Ich habe zweimal hinsehen müssen und ihn erkannt. Er ist jetzt sehr berühmt. Wen meinen Sie? This man by the last name of Sitchin. I've seen at rituals and he is a shapeshifter. And I did a double take when I saw Zecharia Sitchin. Ich habe ihn bei Ritualen gesehen, er ist Shapeshifter. Und ich habe zweimal hinsehen müssen, als ich das Foto von ihm sah, da ich mich an ihn erinnere. Es gibt noch eine Person, die ich gesehen hatte. Gardner, Sir Gardner. Gardner. Sir Gardner. Sir Lawrence Gardner. Sir Lawrence Gardner. Sir Lawrence Gardner. Er hat kürzlich einen Artikel im Nexus-Magazin publiziert. Es ging zum Teil um Menstruationsblut.
Was mich dabei getriggert hat, war das Wort Starfire dafür, weil dies der Name für einen der Aspekte ist, welche die drei Muttergottheiten verkörpern. Letztlich ist dies mein Name hierbei. Er ist innerhalb der Reptiloiden-Sekte sehr mächtig. Sie würden sich vor ihm in Acht nehmen wollen. Und auch vor Sitchin. Man, I have seen, he has lots of power in within this sect of reptilians, and he's someone that is you would want to watch out for outside of this too, as is this Sitchin person. Woran erinnern Sie sich bezüglich Zachariah Sitchin? Zachariah Sitchin was someone in the rituals who are in attending the rituals who was not a major player in as far as the rituals went, but was someone that others present did not make remarks at or were very careful as to what they said around him. And he would be talking about doing away with people, persons that Zachariah Sitchin hatte während der Rituale keine wichtige Position, aber die anderen anwesenden Teilnehmer machten keine Bemerkungen über ihn oder waren sehr vorsichtig mit dem, was sie über ihn sagten. Und er sprach darüber, welche Leute beseitigt werden müssen. Personen, die ihm im Weg waren oder Informationen auspackten, welche er ihn nicht rauslassen wollte. Er ist Desinformant. Das ist seine Aufgabe. Falsche Fährten legen über die Illuminati und die Reptiloiden. Interessanterweise warnte er mich tatsächlich, die Reptilienfrage näher zu untersuchen. Wo fanden die Rituale, die Sie geleitet haben und an denen die britischen Royals teilgenommen haben, statt? Glamis Castle, Stonehenge und Balmore Castle. Ich habe Grund zu der Annahme, dass einige Rituale in der Westminster Abbey stattfanden. Und da ist natürlich das Schloss Mütter der Dunkelheit bei Brüssel in Belgien. Da waren sie auch. There is a Mothers of Darkness castle or chateau in Brussels, Belgium. They've been there too. And also in France, the Marquis de Libero Pindar has a castle in the Alsace-Lorraine region of France. And I believe it's in the Alsace region. That he uses, and there are certain rituals done at that castle down in the dungeon part of that castle, and there's an entrance down there to underground places in the earth, and there is a der Marquis de Libot Pindar hat ein Schloss in Elsass-Lothringen in Frankreich. Ich glaube im Elsass, das er auch benutzt. Im Verlies dieses Schlosses werden besondere Rituale abgehalten. Und da ist auch ein Eingang zu unterirdischen Orten in der Erde. Dort gibt es eine natürliche Felsformation, welche grünlich schimmert. Dort drinnen bewahren sie Menstruationsblut auf. Und das grüne Schimmern des Gesteins bewirkt, dass das Blut dunkler wird. Dann wird es schwarzes Blut genannt. Es wird für bestimmte Rituale benötigt. Dort existieren kleinere, weniger weit entwickelte Reptiloide. Sie haben sie dort wie eine Art Haustier. Und dort gibt es noch etwas, und das sind Eier. Dort, an einer Stelle, wo es warm ist, werden in einem Nest Eier aufbewahrt. Es gibt eine sehr warme Stelle in der Nähe des Eingangs. Dort werden die Eier ausgebrütet, und das sind Reptiloideneier. Dort bewahren sie sie auf. Into this entrance, and these eggs are kept down there incubating, and they are the reptiles' eggs, and that's where they keep them.
Was sind Ihre Erinnerungen bezüglich der königlichen Familie während des Rituals? Was passierte? Was haben die gemacht? Eines ist mir im Gedächtnis geblieben. Es war in den späten 70ern, bevor Charles mit Diana verheiratet wurde. Charles war mit Camilla Parker Bowles liiert. Sie ist keine Schifterin, aber sie wurde durch Charles schwanger. Und sie gebar ein Kind. Und dieses Baby wurde bei einem Ritual präsentiert und getötet. Das Erstgeborene ist der Preis zwischen den beiden gewesen. Und eventuell werden die beiden später heiraten. Die Opferung des Erstgeborenen ist der Preis, der von ihnen vor der Vereinigung dieser beiden Leute gemacht werden musste. Ich habe sie dort gesehen. Something else that sticks out in my mind is that it was sometime, it was around the late 80s that I saw a very kind of dark man that he was Arabic. It seemed to be Arabic or Egyptian and I heard the name Fayed being mentioned. Etwas anderes werde ich auch nie vergessen. In den späten 80ern sah ich einen sehr, sehr dunklen Mann. Er schien Araber oder Ägypter zu sein. Und ich hörte, dass der Name Fayed erwähnt wurde. Die Königin Mutter war auch da. Ich nenne sie die schwarze Königin. Und sie beide sprachen eine Weile über Diana und seinen Sohn Dodi. Ich wusste nicht, wer Dodi war. Ich wusste, wer Diana war. Ich sah Diana niemals bei irgendwelchen Ritualen. Wo fand die Unterredung statt? In Balmoral Castle. I heard them talking about a marriage between these two, and I thought at the time, well, she's married to Charles. How can there be a marriage? She's married to Charles. I didn't understand why Queen Mother and this person that I now know to be Dodi Fayed's, because I heard Fayed, Muhammad al-Fayed, talking, and I'd seen them together I saw them at Balmoral Castle. I overheard the conversation at Balmoral, but I'd seen them also at Mothers of Darkness Chateau in Brussels, and they were talking about a union between Diana and his son Dodi back. Sie sprachen über die Heirat der beiden und ich dachte, sie ist doch mit Charles verheiratet. Wie kann dann eine Hochzeit mit Dodi stattfinden? Ich verstand also nicht, warum Queen Elizabeth mit, wie ich nun weiß, Mohammed al-Fayed in Balmoral Castle darüber sprach, was ich zufällig mithörte. Aber ich sah die beiden abermals im Schloss der Mütter der Dunkelheit in Brüssel. Sie sprachen abermals über eine Heirat zwischen Diana und Dodi, damals in den späten 80ern. Wie ich sagte, verstand ich es nicht, da ich wusste, dass Diana mit Charles verheiratet war und sie zwei Kinder hatten und vorhatten, ein weiteres zu bekommen. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass es eine Böswilligkeit seitens Queen Mom gegenüber Diana gab. Diana habe ich nie bei einem Ritual gesehen. Ich frage mich, was sie über all das wusste. Was tat die Royal Family? Was taten die Königin, die Queen Mother und die anderen Mitglieder während der Rituale?
all of them drink human blood and consume human flesh, and they have their own goblets in which they have blood, and these goblets are encrusted with jewels. And they also have their own daggers, and that the dagger goes into the goblet, and they stir the blood around with it, and it's also a, what it is, it's a symbol of a phallus going into the vagina, and when they're doing this, and I've seen them do this, and some of them have even, like the Queen Mother I saw with, she had her own little, Ich habe sie alle menschliches Blut trinken und menschliches Fleisch essen sehen. Sie haben ihre eigenen verkrusteten und mit Juwelen besetzten Kelche für das Blut. Sie haben auch ihre eigenen Dolche und sie rühren damit das Blut in den Kelchen um. Es deutet symbolisch den Phallus in der Vagina an, wenn sie dies tun. Manche von ihnen, wie zum Beispiel Queen Mom, hatten einen kunstvoll verzierten Thronstuhl, der für sie hereingebracht wurde, um darauf zu sitzen. Bevor diese Rituale tatsächlich beginnen, gehen sie herum oder erkennen sich und sprechen miteinander. Wie sie miteinander sprechen oder sich gegenseitig vorstellen, das gehört zum formalen ritualistischen Setup dazu. Es ist wie zu Hofe. Was tragen die? Sie tragen kunstreich verzierte rote oder violette Roben. Aber darunter tragen sie nichts. Mit golden eingearbeiteten Linien und der goldenen Lilie, dem Symbol der Merowinger. Und an verschiedenen Stellen sind Juwelen in den Roben eingenäht, die sie tragen. Kinds of lines running through them. They have the Merovingian symbol of France, the fleur-de-lis, and there are jewels that are sewn in at certain points on these robes, and they wear these robes, but they don't wear anything underneath the robes because Sie sind darunter deshalb nackt, weil sie ihre Körperform verändern. Daher können sie nichts darunter tragen und außerdem wegen der orgienhaften Dinge während der Rituale. Dies betrifft die britische Königsfamilie. Ja, die britische königliche Familie ist darin involviert, in der Opferung und den Verzehr des Opfers. Sie haben das selbst gesehen? Ja, ich habe sie das tun sehen. Die Engländer werden sicher entsetzt sein, was sie da sagen. Wahrscheinlich jeder weltweit. Aber was ihnen am meisten den Atem verschlagen wird, ist, dass die Queen Mother in Großbritannien das Image der Großmutter der Nation und das Image einer netten, älteren Dame innehat. Was haben Sie mit ihr erlebt? She is very cold in reality, and she is very cruel, and she is very different than she comes across to the public. She's cold-blooded. If she feels that you are someone beneath her, even In Wirklichkeit ist sie sehr kalt und grausam, ganz anders, wenn sie in der Öffentlichkeit ist. Sie ist kaltblütig. Wenn sie sieht, dass du unter ihr stehst, selbst innerhalb der Illuminati, beachtet sie dich nicht und wird nicht mit dir sprechen. Auch mit Ranghöheren spricht sie nicht. Was ich mitbekommen habe, so genießt sie es, Menschenfleisch zu verzehren. Es ist ekelhaft. Der Einzige, vor dem sie sich zu fürchten scheint, ist Pinda. Seems to be afraid of is Pindar. Man kennt die Königin als ältere Dame, etwas gebrechlich.
Und so wirkt es merkwürdig, wenn sie bei solchen Ritualen eine aktive Rolle spielt. Also wechseln sie in einen anderen Zustand, anderer Stärke, eines anderen Alters und all diese anderen Attribute beim Shapeshiften. Ja, das bezieht sich aber nur auf den menschlichen Körper, den sie beschlossen haben zu besetzen oder zu nutzen. Wenn dieser jung ist, altert er. Aber die reptiloide Form lebt hunderte von Jahren. Und so müssen sie mehr als einen menschlichen Körper nutzen, um damit zu leben. Viele von ihnen sind sehr viel älter. Auch Green Mother ist wesentlich älter, als die Leute denken. Sie war in mehr als nur einem Körper in menschlicher Form. Sie hat aber auch, wie man weiß, noch viele Jahre zu leben. Und wenn die Zeit für sie gekommen ist, weiterzugehen, wird die Essenz von ihr in einen Körper gepackt, der die Fähigkeit hat, in reptiloide Form zu shapeshiften. Ein Körper aus der pur reptiloid-menschlichen Blutlinie. Ja. Was geschieht, wenn Queen Mom ihre Form verändert? Was haben Sie gesehen? Man beginnt, Veränderungen wahrzunehmen, und das geht so schnell wie bei einer Computeranimation, eine Transformation, die sehr schnell abläuft. Sie werden länger, größer, und sie sehen reptiloid durchaus nicht so aus wie als Menschen. Daher tragen sie Gewänder, denn die Kleidung würde zerreißen. Wie verändert sich also die Queen Mother beispielsweise? Wir kennen sie als eine alte Dame. Wie sieht sie nach dem Shapeshiften bei den Ritualen aus? The nose portion gets very much longer and it grows into kind of a snout kind of thing. She has little fangs. And incisors as teeth, and there's a tongue. They all seem to have this kind of tongue when they're in at this level. The tongue has a lot of long, hairy or pointed projections coming out of it. It's very long, and they have these. They don't have hands or feet. They have these claws. And they have scales, and also scales that seem to kind of disappear into one another. But it's more. Ihre Nase wird wesentlich länger und transmutiert zu einer Art Schnauze. Sie bekommt Fangzähne, Schneidezähne als Zähne. Die Zunge wird länger. Und bei jenen in dieser Ebene mutiert die Zunge mit spitzen, haarigen Bläschen. Sie haben weder Hände noch Füße, sondern Klauen. Und sie haben Schuppen. Hauptsächlich am Rückgrat sieht es aus, wie wenn eine mit der anderen Schuppe verschmelzt. Am Rücken sieht man Klumpen oder Vorwölbungen vom Kopf runter. An ihrem Rücken scheinen irgendwelche Wachstumsfortsätze zu sein, die zusammengefaltet zu sein scheinen. Aber nicht bei allen von ihnen sieht man dies. Und es gibt einen Schwanz. Der ist aber meistens zusammengerollt. Und wenn die Queen gereizt ist, was ich auch bei anderen Mitgliedern gesehen habe, schlägt sie mit diesem wild hin und her, dabei faucht sie. Welche Farbe haben Sie? Wer im Speziellen? Queen Mom als Beispiel. She's kind of a beige color on the underside,
Unten ist sie beigefarben, aber auf der Hinterseite aufwärts vom Schwanz und auf dem Kopf und über der Nase hat sie große dunkelbraune Flecken. Die Augen sind normalerweise groß und sehr rund und scheinen aus der Augenhöhle rauszutreten, mit vertikalem dunklen Schlitz. Sie sind vorstehend. Üblicherweise wechselt ihre Farbe von beige über Gold zu dunkelgoldgrün. Die Augen sehen verschleiert aus. Dies ist sehr furchteinflößend. Denn wenn die Augen verschleiert aussehen, bedeutet das, dass sie etwas vorhaben. Was meinen Sie mit verschleiert? Dass die Augenlider sich etwas schließen. Es ist so ähnlich wie die Miene bei Menschen, wenn sie eine Idee haben. Und wie groß sind sie, wenn sie in ihrer reptiloiden Form sind? Etwa 7 Fuß, manche bis zu 1 Fuß kleiner, manche ein klein wenig größer, also etwas über 2 Meter. Wie schauen die Queen und Prinz Charles in ihrer reptiloiden Form aus? Was ihre Größe anbelangt? In Bezug auf deren generelle Erscheinung. Charles ähnelt in menschlicher wie in reptiloider Form Pindar. In seiner reptiloiden Form ist er etwas kleiner als Pindar. Die Art und Weise, wie bei den Reptiloiden die Nase und die Schnauze ausgestaltet sind und dann der untere Teil der Kiefer, in der Hinsicht ähnelt er sehr Pindar. Er sieht auch so ähnlich aus wie seine Mutter. Wie schaut die Queen aus? She doesn't have the amount of I would call it freckling. It's more like a gradual like the skin is gradually getting darker. It's more smooth. And she does have the lumps. Die Queen? Sie ist dunkler, nicht so blass. Sie ist dunkler. Und sie hat nicht überall so viele Pigmentierungen. Die Haut wird eher schrittweise gleichmäßig dunkler. Sie hat diese Höcker rund um ihren Kopf und bis zum Schwanz die Wirbelsäule herunter. Wie Prinz Charles auch um die Wirbelsäule herum. Und lustigerweise hat er in reptiloider Form vorstehende Teile etwas darüber, wo seine Ohren gewesen wären. Was für Rituale lösen das Shapeshifting aus? Wenn man beginnt, die Betroffenen zu opfern, ist es der Geruch des Blutes. Dann beginnt es, dann shiften sie. Und sie können es kaum erwarten, ans Blut ranzukommen. Sie sind süchtig nach Blut. Und dann folgt der Verzehr des Menschenfleischs. Was ist mit der königlichen Familie in dieser Beziehung? Opfern sie selbst auch? Und fressen sie auch Menschenfleisch?
There are certain times when they will actually do a sacrifice, or there will have been someone doing a sacrifice and it's not happening fast enough for them. So they will step in and finish it themselves, because the sacrifice has, the ritual has to be gone through, it's sacrificially, I mean ritualistically, it has to have been gone through, and they will step right in. Zu bestimmten Zeiten opfern sie selber oder sie haben jemanden, der diese Opferung für sie durchführt. Und wenn es ihnen nicht schnell genug geht, schreiten sie ein und bringen es selber zum Ende. Denn das Ritual einer Opferung muss komplett durchgeführt werden. Und dann schreiten sie ein und reißen einfach die Kehle raus. Zur gleichen Zeit bekommen sie das ganze Blut aus der Halsvene. Dazu kam es, wenn mehrere geopfert werden. Sie können es einfach nicht abwarten, sich danach über die Innereien des Leibes der Opfer herzumachen. Wen haben Sie das tun sehen? I've seen the Queen Mother do that and Prince Philip and Charles. I've seen Guy de Rothschild do this. It seems that ich habe die Queen Mom dies tun gesehen und Prinz Philip, Prinz Charles, Guy de Rothschild. Das habe ich eher unter den sogenannten Royals gesehen. Leute ohne Titel scheinen es eher nicht zu wagen. Sie shapeshiften trotz alledem, aber es sind mehr die Royals, die in Aktion treten und loslegen, da sie es kaum erwarten können. Wie lange können Sie Ihre reptiloide Form bei dieser Situation aufrechterhalten? Während des Rituals? Es ist für Sie wesentlich leichter, die reptiloide Form aufrechtzuerhalten. Für Sie ist es schwierig, Ihre menschliche Form zu halten. Beim Geruch von Blut können Sie gar nicht Ihre menschliche Form halten. Wie meinen Sie, passt Lady Dianas Geschichte hier herein, in Bezug auf die Rituale, die Sie kennen und diesen Hintergrund der Royal Family? Was passierte in Paris mit ihr und warum? Diana was a ritual sacrifice because she's named after a goddess Diana. She was chosen from before birth. For the purpose of which she served, I understand and very well, and am very empathetic towards Diana, because in a way it parallels what happened to me to have. Diana war ein Ritualopfer, weil sie nach der Göttin Diana benannt wurde. Sie wurde bereits vor ihrer Geburt für den Zweck, dem sie diente, auserwählt. Ich kann mit Diana sehr gut mitfühlen, weil mir Ähnliches passierte. Sie hat ihrem Zweck gedient, zwei Kinder zur Welt gebracht und wurde dann weggeschmissen. Obwohl sie offensichtlich niemals an einem Ritual teilnahm, wusste sie zu ihrem Entsetzen, dass etwas los war und was vor sich ging. Sowieso konnte man ihr nicht vertrauen, an einem Ritual dabei zu sein. Und ich denke nicht, dass Diana an einem Ritual teilgenommen hätte. Ich denke nicht, dass man sie dazu hätte bringen können, dabei mitzuspielen, denn sie bemerkte selbst, dass dies vor sich geht, nachdem sie mit Charles verheiratet war. That this was going on after she married Charles. War es für Diana irgendwie möglich, nachdem sie mit Charles verheiratet war, ohne an einem Blutritual teilgenommen zu haben, dass sie ihn oder andere in ihrer Reptilform gesehen haben könnte? They have a tendency when they're asleep to shapeshift and not they have to consciously hold their form, and when they're asleep, they have a tendency to not hold human form and to shapeshift into reptilians. And there could be other things that happen. Sie tendieren dazu, im Schlaf ihre Form zu verändern, denn sie müssen die menschliche Form bewusst halten, und beim Schlafen kann das Shapeshiften vorkommen. Und andere Dinge könnten geschehen sein. Wenn Diana zum Beispiel ihre Menstruation, ihre Periode hatte, das könnte auch einige der Reptiloiden in der königlichen Familie zum Shapeshiften getriggert haben. Jede menschliche Frau in diesem Haushalt während ihrer Periode.
Durch den Geruch des Blutes könnten sie spontan ihr Aussehen wechseln. Was war der Sinn für das Ritual ihrer Ermordung? Das Gerücht, sie sei schwanger, von dem Ägypter Dodi Fayed, und die Stelle ihrer Ermordung, welche ja eine alte Opferstätte für die Göttin Diana war. Wie passt das alles mit den Ritualen, über die Sie Bescheid wissen, zusammen? Der wichtigste Aspekt bezieht sich auf die Gottheit Hekate. Ihr Tag ist der 13. August. Und für die Illuminati und die Druiden und die ägyptischen Religionen ist das Spiegeln der Zahlen sehr vorherrschend. Die Zahl der Göttin Isis ist zum Beispiel 18, gespiegelt 81. Das ist die Zahl von Nephthys, der Schwester von Isis. Nephthys wird als die böse Schwester von Isis angesehen. Ich denke, sie wurde geopfert, und es war ein sehr wichtiges Opfer, da drei Menschen starben. Für sie war dies die Triade Isis, Osiris und Horus. Horus war das ungeborene Kind von Dodi, welches Diana in sich trug. Und es war 3 Monate alt, was für sie sehr wichtig ist. Denn Opferbabys im Uterus nehmen sie gewöhnlich im Alter von 3, 5 oder 7 Monaten. Ich verstehe jetzt, dass dies ein Deal war. Sie musste in diesem Tunnel sterben, weil er ein Durchgang für Göttin Diana war. Sie starb am 13. Pfeiler wegen Hekate. Sie starb am 31. Tag, weil dies das Spiegelbild von 13 darstellt. Meine Intuition sagte mir, und Baron Guy de Rothschild bestätigte mir es Anfang letzten Februar, als er mich auch neu programmierte und schwängerte, dass er in dieser Nacht im Tunnel war. Er musste dort sein, denn es war nicht nur ein ritueller Tod von Diana. Es ging auch darum, ihre Seele wegzunehmen. Er tat dies. Er ist der Einzige dort, der dies tun konnte. Egal, wer noch vor Ort war, er konnte dies tun. Und er war in Frankreich. My understanding of what I get inside of me, and because I was told by Baron Guy de Rothschild last beginning of February when he was in this country and he was there to try and reprogram. Meine Intuition sagte mir, und Baron Guy de Rothschild bestätigte mir es Anfang letzten Februar, als er mich auch neu programmierte und schwängerte, dass er in dieser Nacht im Tunnel war. Er musste dort sein, denn es war nicht nur ein ritueller Tod von Diana. Es ging auch darum, ihre Seele wegzunehmen. Er tat dies. Er ist der Einzige dort, der dies tun konnte. Egal, wer noch vor Ort war, er konnte dies tun. Und er war in Frankreich. Geschah das in hypnotischer Starre, von der Sie bereits berichteten? Ja, und den Atem hereinziehen. Er musste dort sein, um diesen Ritualmord durchzuführen, eine rituelle Tötung. Das bedeutet, dass die Ambulanz und ein Arzt, welche kurz nach dem Unfall unmittelbar vor Ort waren, in den Deal eingeweiht gewesen sein müssen. Oder zumindest die Leiter des Rettungswagens. Denken Sie, ist das nach Ihrer Erfahrung in Bezug auf die involvierten Personen bei diesem satanischen Illuminati-Netzwerk möglich, so etwas zu organisieren? Yes, I do. I've seen a lot of things set up.
Ja, das denke ich. Ich weiß von vielen Sachen, die dieses Netzwerk in Szene setzt, was ich nicht wüsste, wenn ich nicht zum inneren Zirkel gehört hätte. Das Ganze funktioniert, weil alle denken, dass es das gar nicht gibt. Sie würden es nur schwer glauben können. Es ist eine so geheime Gruppe und sie benutzen so heimtückische Wege der Infiltration und Kontrolle. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, die sie in Bezug auf Diana nicht zu beantworten scheinen, die aber zur Sprache kommen. Trotz all der Berichte, die herausgebracht werden, denn es gibt Leute, die nicht glauben, was ihnen erzählt wird. Warum wurde bei der Ermordung von Diana ein so klares und eindeutiges Ritual erzeugt? Was ist der Grund dafür, wenn sie sie auch anders hätten ermorden können? Es musste ein Ritual sein, um ihre Seele zu bekommen. Es musste auf diese Art geschehen und im Tunnel und in diesem Jahr. Es gibt eine Zeitlinie für alles dieser Art. Es gab viele Gerüchte, dass sie schwanger war. Aber, wie ich es verstehe, einer ihrer Freunde sagte, dass das nicht möglich wäre, da sie sehr kurz zuvor ihre Periode gehabt habe. Also, kann das dennoch vorkommen? He sent Guy de Rothschild to impregnate me in this manner. And I was impregnated in October of 94. I had periods up until February when it was discovered, and they seemed normal, not light. And, ja, das geschah mir auch. Ich wurde mit meinen eigenen befruchteten Eiern, befruchtet mit dem Samen von Pindar. Und er sandte Guy de Rothschild, um mich auf diese Weise zu befruchten. Ich wurde im Oktober 1994 geschwängert. Ich hatte meine Periode bis einschließlich Februar, bis entdeckt wurde, dass ich schwanger bin. Die Periode schien normal, nicht schwach zu sein. Da ich Krankenschwester war, ich arbeitete mit Hebammen bei Geburten zusammen, untersuchte ich aus irgendeinem Grund meinen Bauchraum. Und ich bemerkte, dass ich schwanger war. Und ein Arzt bestätigte mir, dass ich schwanger war. Er machte einen Bluttest, einen Urintest und eine Ultraschalluntersuchung. Er sagte, wenn wir nicht morgen eine Abtreibung machen würden, müssten wir wahrscheinlich eine Salzabtreibung machen. Und da ich in dem Moment bereits wusste, womit ich schwanger war, war ich in Schrecken versetzt, das Kind auszutragen. Daher machte ich eine Abtreibung. Aber ich hatte die ganze Zeit meine Periode. And so I had the abortion, but I had periods the whole time. Wurden Sie damals geschwängert, ohne es zu wissen? Ich wusste es nicht. Ist es möglich, dass dies auch Diana geschah? Die Beweise, die ich gesehen habe, legen Mind Control und multiple Persönlichkeiten bei ihr in frühen Jahren nahe. That is definitely more than a probability. The thing about being multiple. Das ist tatsächlich mehr als wahrscheinlich. Die Sache mit der multiplen Persönlichkeit, einer dissoziativen Identitätsstörung, ist die, dass die betroffene Person nicht weiß, dass sie mehrere Persönlichkeiten hat und fehlende Zeitspannen. Sie haben eine Amnesie bezüglich der fehlenden Zeit, sodass sie sich daran nicht erinnern. Sie bemerken nicht, dass bestimmte Sachen mit ihnen geschehen. Sie bemerken, sie sind schwanger. Sie bemerken, dass sie Verletzungen an ihrem Körper haben und wissen nicht, woher. Dann denken sie, dass sie sich irgendwo gestoßen haben müssen. Aber das ist in Wahrheit nicht so. Oder sie haben Einstichmale von Nadeln und Drogen.
Und erst wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt und beginnen, ihre Vergangenheit zu rekonstruieren, werden sie gewahr, dass Zeit fehlt, weil es so vieles gibt, das sie nicht erfassen können. Wenn sie beispielsweise überlegen, oh, ich war einkaufen und ich war in dessen Haus und da und dort, dann realisieren sie, dass sie keine durchgehende Zeitlinie erinnern können. Denken Sie, dass Dianas beide Kinder von Prinz Charles sind? Ich glaube William nicht. Ich habe gehört, dass William der Sohn von jemand anderen sein soll, aber beides glaube ich nicht. Ich denke, dass Prinz William der Sohn von Pinda ist und dass sie befruchtet wurde und dies nicht wahrgenommen hat. Wenn wir die Natur des Rituals betrachten, gibt es Osiris, symbolisiert als Dodi Fayed, Isis als Diana und das Baby offensichtlich als Horus, eine ägyptische Legende und ein Ritual. Warum wurde das in einem Tunnel in Paris zu dieser Zeit kreiert? Was sollte damit beabsichtigt oder symbolisiert werden? Die Welt symbolisch darauf vorzubereiten, dass die Wiederkunft Horus für das Jahr 2000 vorbereitet wird. Es ist das Zeitalter von Horus, des wiedergeborenen Osiris. Und das schließt Opfer mit ein. Das Opfer ist die Mutter und das Kind. Und es ist noch ein anderes Kind der gleichen Mutter involviert, der noch am Leben ist. Sie sprechen über William. Ja, William. Nach Ihrer Erfahrung mit den Ritualen, was geschah mit Diana und ihrem ungeborenen Kind nach den Vorkommnissen im Tunnel in Paris? Diana left the tunnel dead. She didn't leave that tunnel alive. That ritual, she had to die in that tunnel. And they had to take her soul in that tunnel. And they had to take the soul or developing soul or developing essence of the unborn. Diana verließ den Tunnel tot. Sie verließ ihn nicht lebendig. Bei diesem Ritual musste sie in diesem Tunnel sterben. Und sie mussten ihre Seele in diesem Tunnel holen. Und die entstehende Essenz der Seele des ungeborenen Kindes. Und nach dem, was ich durch meine Erfahrung weiß, entnahmen sie den Fötus samt Uterus im Krankenhaus als Ritual und auch andere Körperteile für ihr Ritual. Um was damit zu tun? Aufzuteilen an hohe Mitglieder der Illuminati, zum Verzehr als ein rituelles Opfer. Merkwürdige Dinge geschahen danach. Plötzlich wurde die Entscheidung getroffen, dass sie nicht in der lokalen Kirche beigesetzt wird, wie sie es wollte, sondern auf einer Insel zwischen Bäumen in einem See im Althorp Park. Und Earl Spencer, ihr Bruder, behauptete, dass er durch einen Traum dazu inspiriert worden sei, 4 schwarze Schwäne auf dem See zu platzieren. Von Ihrem Ritualwissen, wie interpretieren Sie das? Because 4 black swans have to do with 4 directions, 4 seasons. They have to do with sealing something for all eternity. To have
Vier schwarze Schwäne symbolisieren die vier Himmelsrichtungen und die vier Jahreszeiten. Viermal etwas Schwarzes, wie diese Schwanfiguren zu haben, hat in keltischer und ein bisschen in druidischer Mythologie damit zu tun, etwas für alle Ewigkeit zu versiegeln. Und schwarz ist die Farbe von Hekate. Und einer der drei Göttinnen-Aspekte, die sie haben, wird auch schwarze Flamme oder schwarzer Stern genannt. Und schwarze Flamme bedeutet bis in den Tod. Daher die Farbe schwarz. Und irgendwo in der Nähe würde es auch eine Flamme geben. Die Entscheidungen, sie nach ihrem Tod auf einer Insel zwischen Bäumen bei einem See mit vier schwarzen Schwänen beizusetzen, wurde, oberflächlich betrachtet, von ihrem Bruder Earl Spencer getroffen. Wissen Sie Näheres über ihn? Earl Spencer, I have seen at rituals. He's definitely tied into it. Ich habe Earl Spencer bei Ritualen gesehen. Er ist definitiv darin verwickelt. Dianas Familie gehört auch zur Blutlinie. Ich habe ihn nicht shapeshiften sehen, aber er gehört dazu. Sie haben ihn bei Opferritualen gesehen? Ja, das habe ich. Was wissen Sie über Ihren Vater? Der war auch bei Ritualen dabei. Er muss lange bevor Diana geboren wurde, involviert gewesen sein. Man beobachte ihre Reaktionen nach ihrer Hochzeit, ihre Selbstverletzungen, ihre Anorexie und Bulimie. Das sind starke Indikatoren für jemanden, welcher Mind Control ausgesetzt war, der verletzt und gezwungen wurde, einer Programmierung zu folgen. Das muss begonnen haben, als sie ein kleines Kind war, und ihr Vater muss darin involviert gewesen sein. Also, wenn Sie sie seit Geburt einer Bewusstseinskontrolle unterzogen haben, dann konnten Sie wahrscheinlich Ihr Leben bis zur 13. Säule formen. Yes. Yeah, they would have. They when somebody is. Ja, wenn jemand gespaltene Persönlichkeiten entwickelt, eine dissoziative Identitätsstörung hat, können alle möglichen Programme zu jeder Zeit induziert werden. Ich meine, sie haben die Möglichkeiten, die Ausrüstung. Zu jeder Zeit können sie, wenn die Kinder aufwachsen, Programme installieren. They're taught things such as red light is a green light, go through the light. Verschiedene Persönlichkeitsteile tragen unterschiedliche Programme und sie können sie fast alles damit machen lassen. Da werden Dinge programmiert wie eine rote Ampel ist eine grüne Ampel, fahre bei diesem Licht oder sie fahren schneller als sie realisieren. Sie haben eine exzellente Erinnerung oder können etwas durch einen flüchtigen Blick entdecken, wonach sie suchen. Sie können Telefonnummern sofort abspeichern. Das Auto, chauffiert von Henri Paul, traf die 13. Säule. In dieser Nacht wurde er für 3 Stunden vermisst. Ein Mann mit Kontakten zum englischen wie zum französischen Geheimdienst. Mit ihrer Obsession mit Zahlen scheint es schon außerhalb jeden Zufalls, dass bei all den Säulen der Wagen an der 13. zerschellte. Ist es möglich, jemanden wie Henri Paul so zu programmieren, dass er trotz der Geschwindigkeit gegen die 13. Säule fährt? Yes, yes it is. It's very, very possible that he was. Ja, es ist ebenso möglich, dass er Drogen bekam und programmiert wurde in der Zeit, die bei ihm fehlt. Es ist möglich, dass er von Medikation sichtlich unbeeindruckt blieb. Auch bei Alkohol?
ebenso bei Alkohol. Und später, je nach Programmierung, setzt die Wirkung ein oder eben nicht. Ich habe das selbst erlebt, so weiß ich, dass das stimmt. Was geschah in Ihrem Fall? Es war eine sehr schlimme Zeit in meinem Leben, besonders jene, von der ich jetzt spreche, als mein damaliger Mann mir sagte, dass er die Scheidung will. Und ich nahm vor seinen Augen, ich weiß die genaue Dosis nicht mehr, aber ungefähr 8 Xanax-Pillen vor ihm ein. Und ich fuhr von Orange County, wo ich wohnte, nach Norwalk, um meinen Therapeuten zu besuchen, der dort Gruppensitzungen abhielt. Und ich bemerkte überhaupt keine Wirkung der Pillen auf dem Weg zu ihm. Noch nicht mal später, als ich ihn nach 1,5 Stunden wieder verließ. Ich hatte keinen Unfall, noch wurde ich angehalten. Meine Fähigkeit zu fahren war sehr gut. Ich sah das auch bei anderen Mind-Control-Programmierten mit dissoziativer Identitätsstörung. Ein Persönlichkeitsanteil kann Medizin einnehmen und darauf reagieren, aber den gleichen Körper beeinflusst es für andere Anteile nicht. Wenn Sie also in einem Teil der Persönlichkeit sind, welcher nicht mit dem Pilleneinnehmen verbunden ist, dann wird man dadurch nicht beeinflusst. Aber wenn man in dem Persönlichkeitsteil ist, der die Pillen geschluckt hat, dann wäre man davon betroffen. Ja, und was Sie mit dir tun können, ist, dir eine ganze Menge an Multiplen oder Anteilen speziell aufgereiht zu verpassen. Du würdest von diesem bis zu jenem Punkt als Persönlichkeitsaspekt dran oder draußen sein, und dann wärest du, dein nächster Anteil, dran von diesem bis zu jenem Punkt. So können Sie es weitergehen lassen. Das kann eine recht komplizierte, lange Programmierung werden. Sie können es so aufreihen. Das ist mit der Programmierung möglich. Glauben Sie, dies könnte das scheinbare Rätsel einer Alkoholmessung von Henri Paul erklären, die 8 schottischen Whisky auf nüchternen Magen entsprach, während der Videobeweis des Ritz-Hotels ist, dass dies in den Minuten, bevor er Diana in den Tunnel fuhr, kein Mann war, der in irgendeiner Weise diesen Grad an Trunkenheit aufwies? Yes, that can very well explain it. You, with this kind of mind control programming that they do. Ja, das kann es sehr gut erklären. Mit dieser Art von Mind Control Programmierung, welche sie anwenden, geht man in einen bestimmten Modus, in den sie dich bringen wollen. Man kann verletzt sein und starke Schmerzen haben, Drogen oder Alkohol bis zum Abwinken genommen haben. Und man erscheint ohne Schmerzen und nüchtern zu sein. Und du fühlst dich gut. Zuschauer mögen es aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Erfahrung und Beobachtung schwierig finden, dass jemand mit beachtlicher Geschwindigkeit von allen Säulen gerade die 13. herauspickt. Wie ist das möglich, jemand so zu programmieren? Weil diesem jemand es so unterrichtet und er daraufhin programmiert wurde. Programmiert und unterrichtet und programmiert und unterrichtet. Eine ganze Weile lang, dies bei hoher Geschwindigkeit auszuführen. Der Verstand arbeitet sehr schnell. Und wenn Sie den Verstand mit dem Körper richtig verbunden haben, ist diese Person fähig, die 13. Säule bei Hochgeschwindigkeit zu treffen. Ist dies auf einer bewussten Ebene geschehen oder zog das Unterbewusstsein dabei die Fäden? Das geschieht auf der unterbewussten Ebene. Und die Person ist sich selbst nicht bewusst. Sie weiß nicht, was sie gerade tut. In den entscheidenden Minuten, bevor Henri Paul in den Wagen stieg und losfuhr, hat ihn da jemand getriggert, um die Programmierung zu aktivieren?
Oder wurde er vorher programmiert, dass ab dieser Zeit das Programm läuft? Und wie würde das aussehen? Nun, er war wahrscheinlich so programmiert, dass er das auf ein Triggersignal hintat. Er wurde mit einem vorgegebenen Signal getriggert und er hat das ausgeführt. Wenn dir dieses Signal gegeben wird, agierst du. Aber das Programm stand schon. Es startete beim Sehen des Triggers. Wie konnte der Trigger ausgesehen haben? Es könnte ein Handsignal gewesen sein, eine bestimmte Art des Handschlages. Es kann ein kurzer Lichtblitz in einer bestimmten Farbe gewesen sein, die er irgendwo sah. Es kann eine bestimmte Person gewesen sein, welche ein bestimmtes Handzeichen machte. Es ist höchstwahrscheinlich, dass eine bestimmte Person anwesend war, auf die er reagierte, als diese Person etwas sagte oder ihm etwas signalisierte. Wie war es für Sie angesichts Ihrer Programmierung seit Ihrer Geburt möglich, da auszubrechen, wie Sie es ja anscheinend gemacht haben? Eine Sache war, dass 1998 mein Programmierer und Händler verstarb. Das war Mengele. Er war sehr oft in diesem Land. Ich war sehr oft bei ihm und er hatte viel Kontrolle über mich. Wenn ein Programmierer oder Händler stirbt, passiert Folgendes. Sie haben der Person, mit der Sie gearbeitet haben, gewöhnlich beigebracht, Ihnen gegenüber bis zum Tod außerordentlich loyal zu sein. Letzten Endes arbeitet dies allerdings gegen deren System. Denn wenn Sie sterben, selbst wenn ein anderer versucht zu übernehmen, öffnen sich eine Menge dieser alternierenden Persönlichkeiten dem neuen Programmierer nicht, da sie dem Verstorbenen loyal ergeben sind. Baron Guy de Rothschild is the one that tried to take over. And for some number of years, there was a lot of the time, half the time they got their way and half the time they didn't. And in major things, they did not get their way. One of the things that I went out and did. In meinem Fall versuchte Baron Guy de Rothschild, mich zu übernehmen. Die Hälfte und die wichtigsten Programmierungen konnte er nicht übernehmen. Eine andere Sache war, dass ich mir 93 die Haare schnitt. Ich hatte sehr lange Haare. Da man mich ausschließlich mit langen Haaren kannte, verursachte es eine Menge Fragen unter anderen Programmierten. Sie arbeiteten immer noch mit mir, wenn es nicht in der Öffentlichkeit war. Sie konnten mich aber nicht mehr öffentlich zeigen, ohne dass Fragen über meinen Status aufkamen. Sie denken immer noch, ich sei ihr Besitz. Es wurde mir immer erzählt, dass ich in ihrem Besitz sei. Nach all dem, was Sie wissen, werden sich die Menschen fragen, warum hat man Sie nicht liquidiert? Sie haben noch immer Pläne für mich. Dies wurde mir gerade erst vor ein paar Tagen durch jemanden übermittelt, welcher zuvor mit Baron Guy de Rothschild gesprochen hat. Sie planen, mich zurückzuholen wegen meiner psychischen Fähigkeiten, aber das wird nicht passieren. Wir haben jetzt nur noch wenig Zeit übrig. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Was hat es mit dem Schmuck zu Ihrer Linken auf sich? Ist er Teil der Rituale, in denen Sie involviert waren? Zunächst ist dies der Ring eines Kindes, 14 Karat Weißgold, mit einem Diamanten in der Mitte eines Hexagramms. Und wenn Sie sich sehr genau den Diamanten anschauen, sehen Sie auch eine hexagonale Form. Und es sieht aus wie ein Hexagon.
Er wurde mir von meinem Ex-Ehemann zurückgegeben und er sagte mir, dass dieser in den Kleidern meiner Tochter gefunden worden wäre. Dies war eine Botschaft für mich. Er sollte mich damit triggern. Alle hochgradigen Überlebenden, mit denen ich sprach und die diesen Ring kennen, wissen, dass dieser Ring von den Müttern der Dunkelheit stammt. Ich kenne niemand anderen, der derzeit einen solchen Ring besitzt. Und was ist mit der Kette? The necklace here is made out of copper and it's very Egyptian. Sie ist aus Kupfer und sieht sehr ägyptisch aus. Sie wurde mir überreicht, als ich 19 Jahre alt wurde. Dies ist ein wichtiges Alter, da man dann in Vollbesitz seiner psychischen Kräfte ist und mir erlaubt wurde, sie während der Rituale voll einzusetzen. Ich trug sie bei verschiedenen Ritualen. Warum besteht sie durchgehend aus Kupfer? Copper is a transmitter. Copper is has always been used in the occult. Kupfer ist ein Transmitter und wurde schon immer im Okkultismus benutzt. Es hat eine besondere Bedeutung, denn ich hatte eine Triade von Multiplen, welche während den Ritualen sehr aktiv waren. Isis, Osiris und Horus. Isis war der Teil, der den Mond herunterzog. Osiris führte die Rituale aus. Und Horus war das Resultat, welches aus den Ritualen erwuchs. Wir haben wirklich nur noch 3 oder 4 Minuten. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich möchte, dass die Leute die Natur dessen verstehen, was mit so vielen Leuten heute geschieht. Was hat man ihnen angetan als Teil ihrer Traumatisierung in der Kindheit und später? I was electroshocked to the extent that my parents were told when I was in first grade that my IQ was 70 and that I was retarded and they said I would be retarded. Ich wurde mit Elektroschock behandelt in einem Ausmaß. Als ich in der ersten Klasse war, wurde meinen Eltern gesagt, dass mein IQ 70 und ich zurückgeblieben sei. Ich hatte immer Schwierigkeiten in der Schule, wenn ich in der Schule war, denn mir fehlte so viel Schulzeit. Meine schulischen Unterlagen fehlten auch. Sie sind einfach verschwunden. Meine Gesundheitsakten sind verschwunden. Meine Geburtsurkunde ist wahrscheinlich manipuliert. Mir wurden meine Augenlider hochgeklebt, sodass ich meine Augen nicht schließen konnte. Es gab viele Elektroschocks. Ich wurde in narkotisierten Schlaf versetzt, bekam Kopfhörer über meine Ohren und Botschaften wurden permanent wiederholt und wiederholt, tagelang. Mir wurden Drogen injiziert, dass es sich anfühlt, als würden meine Nerven brennen, wenn sie mich berührten. Da ich keine Verletzungen haben durfte, wurden bei mir keine Viehtreiber eingesetzt. Aber sie benutzten Viehtreiber zur Tortur von Leuten. Und sie benutzten elektrischen Strom an den Genitalien und ebenso an den Zähnen. Und sie verabreichen gerne Injektionen zwischen den Zehen und unter den Fingernägeln und in den Gaumen. Ich habe Narben oben in meinem Mund, die verlaufen in Richtung Stammhirn. Und daher habe ich ein fotografisches Gedächtnis. Ich habe Kalziumblöcke um meine Zirbeldrüse, die perfekt angeordnet und gleichmäßig zu sein scheinen. Das ist sehr bemerkenswert und die Ärzte können anscheinend keine Gründe dafür finden. Ich wurde programmiert, magersüchtig, bulimisch zu sein, für die Regierung, da ich auch für die Regierung benutzt wurde. I was made to eat my own feces as a little child. I was made to drink my own urine.
I was not allowed to go to the bathroom. I was placed in a sensory deprivation tank. I had my shoulders, my knees, my toes and my fingers. Ich wurde programmiert, mir die Arme aufzuschlitzen, wenn ich beginnen sollte, mich zu erinnern, wofür ich von der Illuminati bestraft wurde, da ich diese Spuren nicht an mir haben durfte. Ich musste als Kind meine eigenen Fäkalien essen und meinen Urin trinken. Ich durfte nicht ins Bad. Ich wurde in einen sensorischen Deprivationstank gesperrt. Mir wurden die Schultern, meine Knie, meine Zehen, Finger und Ellenbogen ausgekugelt und dann wieder eingerenkt, wenn sie mich traumatisiert haben wollten. Regelmäßig kamen Anrufe und Töne kamen aus dem Hörer. Töne, die man nicht durch Drücken der Tasten hört, wie das Sonargeräusch eines U-Bootes. Sie klangen, als seien sie von einem bestimmten Instrument. Und ich spürte zielgerichtete Energie auf mich. 11 Wellen, Niederfrequenzwellen. Energie von Mikrowellen wurde auf mich eingesetzt. Und das wiederum verursachte, ich hörte unterschiedliche Töne in beiden Ohren, einen dritten Ton. Es wird Dreiton genannt. Sie verändern die elektrische Aktivität der Gehirnwellen, um dich in den Zustand zu versetzen, den sie haben wollen. Ich wurde programmiert, durch ein rotes Licht zu rennen und zu denken, es sei grün. Meine Kinder wurden ebenfalls stark programmiert. Sie benutzten meine Kinder gegen mich. Und das ist sehr schmerzhaft für mich, zu wissen, dass sie auch meine Kinder programmieren, so wie sie mich programmierten. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten das verständlich machen kann. Ich kann damit umgehen, was ich durchmachte. Was ich am meisten will, ist, diese Leute bloßzustellen, weil sie das überall den Kindern antun, auch meinen. Meine Tochter glaubt, ich habe sie verstoßen. Mein Sohn glaubt, ich habe ihn verstoßen. Da sie Kinder sind, haben sie keine Hoffnung mehr, wenn man ihre Mutter von ihnen nimmt. Sie haben ihnen gesagt, dass ihre Mutter sie verlassen hätte. Dies ist ein Kreislauf, der Tausenden und Abertausenden Überlebenden widerfährt, nicht bloß mir. So halten sie das aufrecht, wenn ein Elternteil diesen Glauben beschützt hat und herausgefunden hat, dass dies passiert. Die erstaunlichen Enthüllungen von Arizona Wilder, einer sehr, sehr tapferen Dame, die sich entschieden hat, aufzustehen und Farbe zu bekennen. Und nur durch genügend Leute, die das tun, wird dieser Unsinn mit dieser Manipulation in den nächsten Jahren ein Ende haben. Nun, wir sind am Ende unserer kleinen Tour durch das Zentrum der globalen Kontrolle angelangt und wir sind jetzt hier vor den Häusern des Parlaments in London, der sogenannten Mutter des Parlaments, weil es natürlich die Blaupause für so viele andere sogenannte Demokratien auf der ganzen Welt geliefert hat. Nun, eigentlich ist es nur ein weiteres Vehikel für den Einparteienstaat, der unerbittlich Gesetze erlässt, die diese globale Zentralisierungsagenda vorantreibt. Absolut überhaupt kein Ort der Demokratie. Ein Ort, um die Agenda in die Realität umzusetzen. Nun, Sie haben die Information gehört und möglicherweise auch ausführlicher in das große Geheimnis gelesen. Die Frage ist, was wir dagegen unternehmen werden. Das liegt ganz an Ihnen als Individuum und an mir als Individuum. Und wie jemand einmal sagte, was Sie von mir denken, geht mich nichts an. Und so ist es. Das sind nur Informationen. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Aber was wir daraus machen und was wir im Lichte dieses Wissens entscheiden, wird darüber entscheiden, in was für einer Welt wir und unsere Kinder in den nächsten Jahren und darüber hinaus leben werden. Die Chinesen haben ein Wort, das gleichzeitig Gefahr, Krise und Chance bedeutet. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ja, es gibt eine Krise. Es besteht die Gefahr, dass dieser globale faschistische Staat Wirklichkeit wird. Aber es ist auch eine Chance aufzuwachen und den Wandel zu vollziehen, der diesen Planeten von einem Gefängnis in das Paradies verwandeln wird, das er einmal war. Und das Paradies, das er wieder werden kann. Und das ist die Wahl. Die Wahl dessen, was wir tun, als Ergebnis dessen, was wir wissen. Und ich zitiere in meinen Büchern öfters einen amerikanischen Komiker namens Bill Hicks, ein Genie auf seine Art. Ein sehr wütender, aber ein sehr brillanter, ein sehr tiefgründiger Mann.
Und er beschrieb das Leben auf diese Weise. Er sagte, das Leben ist wie eine Fahrt in einem Vergnügungspark. Und wenn man weiterfährt, denkt man, es sei real, denn so mächtig ist unser Verstand. Die Fahrt geht auf und ab, runter und rundherum, mit Nervenkitzel und Schauder und ist sehr bunt und sehr laut. Und es macht eine Weile lang Spaß. Einige sind schon lange auf der Fahrt und erinnern sich und kommen zu uns zurück und sagen, hey, habt keine Angst, denn dies ist nur eine Fahrt. Und wir bringen diese Leute um. Stopft ihm das Maul, ich habe viel in diese Fahrt investiert, bringt ihn zum Schweigen. Seht euch meine Sorgenfurchen und meine Familie und mein großes Bankkonto an, das muss echt sein. Es ist nur eine Fahrt. Aber wir töten immer diese guten Jungs, die versuchen, uns das zu sagen, und lassen die Dämonen Amok laufen. Aber das macht nichts, denn es ist nur eine Fahrt. Und wir können sie jederzeit ändern, wann immer wir wollen. Mit anderen Worten, es ist nur eine Widerspiegelung unserer eigenen Einstellung. Und sie zu ändern, wie Bill Hicks sagte, braucht keine großen Bankkonten. Es bedeutet nur, dass wir jetzt die Wahl haben zwischen Angst und Liebe. Angst ist das Wort mit den vier Buchstaben, das diesen Planeten und diese menschliche Rasse seit Tausenden von Jahren beherrscht. Liebe ist das Wort, das uns befreien wird. Und das ist die Wahl, vor der wir jetzt stehen. Und die Welt, die diese beiden Entscheidungen schaffen werden, wird so unterschiedlich sein, dass die Kluft zwischen den beiden unaussprechlich ist. Ein Gefängnis oder ein Paradies? Ich möchte nur noch eine Sache sagen, bevor wir dieses Video beenden. Ich möchte die Reptilienrasse nicht verteufeln, denn sie ist nur ein genetischer Strom in der großen Ewigkeit. Ich spreche von einer kleinen Anzahl dieser Reptilienrasse, die hinter dieser Manipulation steckt. Nicht die Rasse im Allgemeinen. Und in der Tat arbeiten viele der Reptilienströme sowohl in physischen Körpern als auch in anderen Dimensionen jetzt daran, der Menschheit zu helfen, ihre Freiheit zu gewinnen, unsere Freiheit zurückzugewinnen. Und ich möchte auch nochmal Arizona Wilder dafür danken, dass sie den Mut hatte, aufzustehen und ihre Wahrheit auszusprechen. Und wenn genug Menschen das tun, dann wird dieses Kartenhaus, denn das ist am Ende alles, was es ist, fallen. Und ich möchte auch nochmal meinem Freund Brian Despero dafür danken, dass er Arizona geholfen hat und für sein eigenes Bekenntnis zur Wahrheit. Wir sind jetzt am Scheideweg der Evolution der Menschheit oder sowieso an einem Scheideweg. Und die gute Nachricht ist folgende. Es findet ein globales Erwachen statt. Ich habe in den letzten 18 Monaten in etwa 20 Ländern gesprochen. Die Menschen wachen auf. Sie stellen Fragen. Und sie sehen sich selbst und die Welt in einem anderen Licht. Und das wird sich beschleunigen und immer schneller werden. Und es ist dieser Wandel des menschlichen Denkens und der menschlichen Wahrnehmung, der den Wandel herbeiführen wird, von dem wir so lange geträumt haben. Träume sind lediglich eine Einbildung, die Wirklichkeit werden kann, wenn wir uns darauf vorbereiten, das zu tun, was dafür notwendig ist. Das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Es ist eine wunderbare Zeit, am Leben zu sein, und wir alle sind privilegiert, hier zu sein, um eine Rolle bei der Befreiung dieser Welt zu spielen. Zum ersten Mal in der bekannten Geschichte der Menschheit. Aus dem Epizentrum der globalen Kontrolle, aber nicht mehr sehr lange. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.